Einen schönen guten Abend hier auf Rocket Beans TV. Wir befinden uns in der Early Access Top oder Flop Show hier mit Nils und Chen an meiner Seite. In dieser Show geht es darum, dass wir in 2 Stunden ungefähr 4 Early Access Spiele des Monats Juni, also des vergangenen Monats, anzocken und bewerten, ob die spielbar sind oder nicht. Jetzt geht's los. Ja, ihr Lieben, erstmal hallo an Chen und Nils. Chen, hi. Unsere Thanks. Beste Community-Managerin, die wir hier hatten, und Nils, unseren besten Host, den wir haben. Jetzt ruinierst du ihr Kompliment, weil da war es noch glaubwürdig. Und hier wurde es dann irgendwann. Nee, du bist nur ein guter Host, ansonsten halt nicht so gut. Ja. Nee, ich will mir natürlich gar nicht hier zu Beginn meine Gäste beleidigen. Es ist sowieso schon sehr unhöflich, dass ich auf diesem Superflausch-Sofa ganz alleine die Geschichte in der Mitte kennt, wer da saß, als du reinkamst, du da vertrieben hast. Ich musste Leute hier vertreiben, denn das macht sonst natürlich aufteilungstechnisch gar keinen Sinn. Ja, wer diese Sendung noch nie gesehen hat, es kommen ja wirklich viele Early Access-Spiele raus. Ich wurde auch schon mal kritisiert in den Kommentaren, weil ich immer Early Access sage, als wäre es ein Exzess. Aber es heißt ja Early Access, habe ich gelernt durch euch. Genau, da kommen ja ganz schön viele Titel raus und da verliert man den Überblick. Das hier soll ein kleines Ratgeberformat darstellen, wo ihr da draußen euren Geldbeutel nicht unnötig entleeren müsst, um festzustellen, dass ihr vielleicht gerade eine Gurke erworben habt. Deswegen habe ich ein bisschen Vorrecherche betrieben, mir alle angeguckt und die 4 aus meiner Sicht besten, aber auch für euch, für euren Geschmack geeignetsten Spiel rausgesucht. Und ihr habt jetzt jeweils 20 Minuten pro Spiel und danach könnt ihr im Live-Chat, wir sind das erste Mal nämlich mit dem Format hier live, bewerten, Daumen hoch, so neutral Mitte oder Daumen runter. Das heißt so viel wie, würde ich es weiterspielen, ja oder nein? Und das macht ihr im Studio hier natürlich auch. Und ich würde sagen, wenn ihr euch ready fühlt, verlieren wir gar keine Zeit. Always. Und springt direkt rein. Natürlich muss ich hier mal ganz kurz immer als allererstes die Grafikeinstellung hochstellen, sonst bin ich einfach nicht zufrieden. First things first. So, hier, Motion Blur gehört aus, sonst seht ihr da draußen nur Artefakte. V-Sync, sonst sehen wir nur gesplittete Bilder. Und jetzt können wir eigentlich im Prinzip schon reinstarten. Ja, was ist dieses Spiel? Das verrate ich in einem Satz nur. Ich will natürlich nicht zu viel spoilern. Ich übergebe mal an Nils, weil du fängst hier heute an. Oh, guck mal, soweit ist das hier gar nicht ausgelegt. Muss ich wohl doch auf deinen Platz. Aber was ist denn mit der guten alten, wisst ihr was, warum haben wir denn eigentlich keine Schnurlosen? Das frage ich mich auch, das ist witzig. Nee, guck mal, du hast dir den Platz zurückergattert durch Kabelmanagement. Wir müssen hier ganz uncharmant mal ganz kurz wechseln. Wir sollten da einfach mal Schnurlose das reinmachen. Ja, witzig, so schnell kann es gehen. Das hat sich doch reingefädelt mit dem Kabel. Das ist geil hier auf diesem Platz, ey. Und so schön warm noch. Ja, ich hab's schön warm. Okay. Wird's denn überhaupt ausgesprochen? Geht's wieder? Quark! New Game, bitte. Genau, Quark heißt das Game. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich würde mal hier den mittleren Schwierigkeitsgrad nehmen. Der ist sogar, auch, wie ich sagen würde, noch ein bisschen einfach. Am ehesten ist es ein bisschen mit Half-Life zu vergleichen. Das ist das Einzige, was ich. Also, ein hoher Vergleich, ja. Ja, ist ein krasser Vergleich. Informatni Video. Quark. Ich feiere sowas. Ja, ist nett aufbereitet direkt. Ja, yeah. So ein schönes kleines Intro. Ist das tschechisch oder was ist das? Das ist tschechisch. Oh wow, dass du das erkannt hast. Wie Pavlova ist er wieder hier. Oh, du bist auch Tscheche. Ich dachte nur Simon. Nee. Klar, nur die Besten der Besten. Zwillinge. Ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Quatsch. Was? Ups, da war die Verbindung weg. Aber jetzt gibt's noch den Weekly Report. Gramů.
So, das war die Introduction. Mag ich. Ich mag diese Art und Weise der Vergangenheitsbewältigung. Ja, absolut. Das ist irgendwie... Im Mock hier rauskommen. Oh, das hast du schnell gelöst, dieses schwierige Rätsel. Jest ist Ledovani. Wieso kannst du das so gut aussprechen? Das ist echt also, ich bin auch überrascht. Also, Wahnsinn. Ja, ihr wisst ja nichts über meinen familiären Background. Nee, tatsächlich vielleicht nicht. Ist es jetzt an der Zeit, nein, euch zu erzählen, dass ich eventuell zu einem 27. Tscheche bin. Am 27. Oh ja, dann kann man die Sprache natürlich... Ihr sollt mir nicht angucken! Sehr gut. Das kann man auch in Portal machen. Schön erstmal die Cams mal weg. Sie mit so Kram rumspielen. Alarm! Nee, das will ich mir noch nicht verrückt. Ja, das wäre blöd. Genau, wir fangen irgendwie im Knast an. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Das ist einfach ein gutes Szenario. Oh, hier sind... Ach, jetzt wird's blutig schon. Genau. Junger Mann, kann ich Ihnen helfen? Nein, ich bin tot. Okay. Ist ein bisschen zu spät. Gaffer wird immer benötigt, aber in diesem Spiel... Oh. Oh. Genau, du kannst ihn erschießen, du kannst ihn aber auch mit deinem Schraubenschlüssel schlagen. Denn wie immer in solchen Spielen gilt es, mit Munition ein bisschen zu haushalten. Ja, aber wenn ich hier nur 15 Minuten habe, dann denke ich nicht an übermorgen. Stimmt. Das macht total Sinn. Genau, ich kann auch schon mal so ein paar, ich habe es ein paar Stunden gespielt. Oh Gott. Und kann zumindest schon mal sagen, das ist... So, es gibt manchmal kleine versteckte Sachen und irgendwas zu looten mal in so einer Ecke, aber viel weniger, als man denkt. Und deswegen, man verpasst jetzt nicht wirklich was, wenn man so straight durchrennt wie du. Das heißt, es ist schon auch darauf ausgelegt, dass du jetzt nicht ewig in jede Ecke guckst. Das habe ich ein bisschen zu lang gemacht. Das ist manchmal ganz gut zu wissen. Wenn man das vorher weiß, dann hält man sich nicht so viel damit auf, ja, mit der Taschenlampe in irgendwelche Spinte zu leuchten. Genau, F ist die Taschenlampe. Die hilft uns hier im hell beleuchteten Studio tatsächlich. Ihn, dreckiges Brot. Gammeliges Brot, 5 Held, sehr geil. Genau, das hat tatsächlich auch wieder so einen Pixel-Optik-Charme, den natürlich viele Spiele im Early Access haben, weil es ist, glaube ich, einfach ein bisschen günstiger, nicht ganz so hoch auf die Textur machen zu müssen. Und irgendwie finde ich auch, die Prämisse ist so, könnte im Half-Life-Portal-Universum auch sein. Auch da ist es irgendwie, gibt es weirde Firmen, die an irgendwas krass forschen und nicht ganz so koscher sind und auch ziemlich mysteriös. Das, den Eindruck hatte ich hier irgendwie auch. Guck mal, da kommen auch so Atom-Heinis auf dich zu und wollen dich schlagen. Warum ist mir selbst nach 2-3 Stunden noch nicht so richtig klar geworden? Die haben irgendwie diesen Simon-Walk drauf, den hat bei Wo sind denn alle auf der Gamescom hatte. Oh, stimmt, den Eddie so gut identifiziert hat. Also das sind doch ein... Achso, die haben... Ja, nur mit der Hand halt oben. Haben die da noch so eine Gasmaske unter dem Ding oder haben die irgendwelche komischen Gesichter? Sieht so aus, ne? Ich glaube auch, es ist eine Gasmaske. Gasmaske unter dem... Stimmt. Aber nochmal Plexiglas davor, die sind doppelt safe. Ja, also muss die Gefahr auch doppelt so groß sein. Genau, auch in alter Ego-Shooter-Manier Ende der 90er hat man keinen Körper. Dann, was ich an dem Spiel nicht so richtig verstehe, sehr viel ist physikalisiert. Also du kannst quasi so Objekte, also nee, das jetzt nicht, das ist ein bisschen zu schwer, aber so Kleinigkeiten hochnehmen. Aber ich weiß nicht, warum. Aber auch nur die Hälfte, das ist auch sehr verwirrend. Aber die Sachen, die man hochnehmen kann, wie diesen Hammer, ich habe noch nicht genau verstanden, der wozu. Ist weggebackt. Oh, schlau. Da hat wohl jemand schon mal ein Videospiel gespielt. Ja, die Optik erinnert mich sehr an Shadows of Doubt, so ein Detektivspiel, auch in so einer Pixeloptik wie das hier. Das habe ich letztens mit Steffen hier auf dem Let's Play-Kanal angespielt. Könnt ihr gerne mal reingucken. Ich muss sagen, ich finde die Optik ganz cool, weil die ist ein bisschen höher aufgelöst als Minecraft. Also es ist nicht quasi genau immer dieser selbe Stil. Und kann halt schon immersiv auch reinziehen. Auch eine Waffe für alles. Das ist ein Schraubenschlüssel? Ah, nee. Doch, ja. Schraubenschlüssel, ja, damit kann man Holz entfernen, aber gleichzeitig auch... Ja, man kann man alles machen im Prinzip, genau. Ich mag die Atmo ziemlich gerne eigentlich sogar. Und bis jetzt war es jetzt auch nicht so ein wildes Drama mit der Ammo. Ja, gut, weil ich das halt sehr gut mache. Du bist ein fabelhafter Schüsse. Das ist natürlich der Grund. Aber dazu kann ich ganz kurz schon mal was zu den Schwierigkeitsgraden sagen, weil wir haben jetzt ja auf dem mittleren gespielt. Und ich muss sagen, wenn man sich sehr fein umguckt wie ich, dann findet man doch auch relativ viel Stuff. Und ach was, oh, das ist neu, mal, schießt was? Da auch jemand. Vorsicht, du bist am Fass. Ja, da auch noch Schrauben. Oh. Scheiße, das hat nicht geklappt. Ei. Ah.
Oh und nein, da das kam mir überraschend. Ich war relativ arrogant und habe nicht damit gerechnet, dass das geschehen kann. Das ist mir aufgefallen. Ich wollte die jetzt schön alle vors Fass locken. Ja, also das wäre auch ein guter Plan gewesen tatsächlich. Aber dass der jetzt schießt, hat mich komplett aus selbiger... Jetzt wissen wir es ja. Du kannst jetzt zumindest schon mal ein paar mitnehmen. Bam. Genau, sehr gut. Ich finde es auch gut, dass da drei Feuerlöscher sind. Neben der... Ja, das ist ja auch ein Feuerfass. Da muss man vielleicht einfach vorbereitet sein. Stimmt, stimmt. Die zielen ziemlich gut. Ja, richtig. Was ist da los? Genau, ein bisschen... Ich finde, man merkt, dass es von einem kleinen Team ist und auch noch im Early Access, denn die KI funktioniert quasi so, du kommst in den Raum und alle stürmen auf dich zu. Es ist eigentlich nie anders. Das heißt, irgendwann hat man da so ein bisschen den Dreh raus. Wenn ich in den Raum komme, alle stürmen auf mich zu, gehe ich immer sofort rückwärts und lasse die in so einer Reihe mich zugehen und schieße denen dann allen in den Kopf. Das können sie quasi noch ein bisschen smarter machen, damit es mehr Herausforderungen gibt. Hier sehen wir wieder, ist eine kleine Gruppierung, die wieder schön in Reihe und Glied auf einen zugestürmt kommt und nicht wirklich was viel Intelligenteres macht. Cool wäre es, wenn die Ammo dann reicht, um wirklich durch alle drei durchzubohren. Das wäre sehr, sehr cool. Oder so wie so ein Bolzen oder so. Dann hätten wir nochmal so einen anderen... Genau, den gibt es ja tatsächlich auch bei Half-Life. Hier kommen natürlich auch noch weitere Waffen. Ob es sowas Cooles wie ein Bolzen gibt, kann ich allerdings noch nicht sagen, weil so weit habe ich dann doch noch nicht gespielt. Aber... Einstein und Oppenheimer. Marlon Brando. Oh. Das ist ja interessant. Eine neue Gerätschaft. Die lieben wohl blaue Forscher, die... Hast du Dinge tun? Ein roter Knopf. Der wird in jedem Spiel gedrückt. Natürlich. Das ist ein Achievement, wenn man alle von diesen Kügelchen aktiviert. Du, auf sowas hoffe ich immer und deswegen kann ich solche Games gar nicht spielen, um das auch immer konsequent zu tun. Deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, wenn man da sehr, sehr... Atomratten! Ja. Wo ist die andere? Hä? Das gibt wirklich Half-Life-Vibes. Eieiei. Ja, hier sind es halt nicht die Headcrabs, sondern kleine Atomratten. Also die sehen auf jeden Fall irgendwie kontaminiert aus. Mit ihren grünen Augen und mit ihrer Aggressivität. Ordentlicher Schimmelbefall. Ja, gut. Ja, ich würde empfehlen, wenn man ein bisschen die Herausforderung sucht und so, dass man dann das Spiel tatsächlich auch schwer durchspielt. Ich habe mich als Shooter, erfahrener, Nicht-Vollprofi ein bisschen gelangweilt auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Aber für unsere Situation ist es hier gerade perfekt, weil dann kann man ein bisschen zügiger durchlaufen. Nicht ganz gut. Also es ist schon so, dass es jetzt noch keine Horroraspekte drin hat oder so. Also, dass man sich irgendwie erschrickt. Das stimmt. Bisher war alles sehr absehbar. Ich muss sagen, ich habe das ja allein und auch nachts vorbereitet. Ich habe mich ordentlich weggegruselt, weil die Atmosphäre und mit Kopfhörern und so, das hat mir schon gereicht. Okay. So alte, betonierte, dreckige Gänge. Und jetzt ein bisschen Musik. Ja, das war dann ein schöner Moment. Da habe ich mich ein bisschen aufgehalten. Ja, das sind auch die ganze Zeit diese tschechischen Durchsagen, die natürlich auch nicht dazu beitragen, dass man... Nee, das stimmt. Die machen es irgendwie suspekt zumindest. Ja. Walking Ghost im Chat schreibt gerade, es ist ein klassischer Boomer-Shooter. Ja, ich glaube, so nennt man das Genre. Sollte man das mittlerweile zumindest nennen. Dann taufen wir es doch so. Boomer-Shooter. Ja. Aber nach der Definition bin ich ja dann auch schon ein Boomer. Aber tatsächlich... passe ich zwar nicht in diese Generationsdefinition, aber ich bezeichne mich selber ganz gern so. Was ist denn deine Millennial? Ich glaube Millennial, ja. Aber ich verraff das eigentlich auch jedes Mal wieder. Wisst ihr, was mir in diesem Raum aufgefallen ist? Die Scales stimmen überhaupt nicht. Guck mal, wie riesig diese Tische und Stühle sind und wie klein man dagegen ist. Oder auch aber du weißt ja nicht, was unsere Skalierung ist. Ja, aber du siehst ja die Gegner-Skalierung. Ja, aber wir sind ja vielleicht einfach anders. Text. Oh, wollen wir das in Voice Parts lesen? Es gibt vier Voices. Okay. Ich mach Voice 1 und 4 und ihr den Rest. Shit, how many escaped? 20, 10, 50. How many, damn it? I don't know, just all of them. What? The... Aren't there any planks around here? They can't get in here. What are you gonna do about it, hmm? So, are there any fucking planks? Look in the back. There's always something in that mess. Can we at least hide behind the tables? They are sturdy enough. Yeah, good idea. Okay, help me. It's no use anyway. You think a bunch of crazies can't get through that? Dude, shut up. Krieg, krieg.
Du bist dran. Also, close that door quick. What's the password? It should be 1, 2, 3, 4. You really are an idiot. Oh, also das ist, wenn das nicht Grimm ist, weiß ich auch nicht. Ein weiterer Grund, warum ich Präsentationen hasse. Dima schreibt währenddessen, was zum Geier ist Quark? Dima, guck mal Rocket Beats TV, Mann. Aber jetzt spielt es Battlebit Remastered auch gut. Hatte ich auch vor, hier reinzubringen. Aber es wurde schon gespielt tatsächlich auf unserem Let's Play-Channel. Könnt ihr euch reinziehen? Das bessere Battlefield als Early Access Game. Ja, es ist sehr gut, dass sie 1, 2, 3, 4 wählen. Da wäre man ohne diesen Text natürlich niemals auf die Idee gekommen, das mal auszuprobieren. Witzigerweise, dieses Spiel, was ich eben verglichen habe, Shadows of Doubt, hatte auch schon für den ersten Safe im Spiel das Passwort 1, 2, 3, 4. Scheint ein beliebtes Passwort zu sein. Ja, ich hörte davon. Man hört davon, ja. War das nicht das beliebteste Passwort, also bis 8, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, dass ich bis 8 zählen kann. Starke Leistung. Letztes Jahr, das Passwort des Jahres oder so? Ja, das war, glaube ich, ganz weit oben, genau. Ja. Und dich gefolgt von Passwort und Password. Ah, stark. Aber was war nochmal dein Passwort, Walle? Nochmal kurz fürs Protokoll. Ich habe tatsächlich eins aus Sonderzeichen bestehend. Okay. Ein Masterpasswort für meinen Passwortmanager. Das ist cool. Bin gut organisiert mittlerweile, ja. Es gab tatsächlich mal ein Moin Moin von Andi Strauß, der tatsächlich über diese Passwörter-Sache nochmal irgendwie gesprochen hatte. Seitdem habe ich echt viel dazugelernt. Da hat er genau erklärt, wie man ein Passwort erstellen kann. Oh, yeah. Was kompliziert ist, aber wo man sich einen Zusammenhang ergibt. Oh, eine Eselbrücke-System genau. Und seitdem ich mir das reingezogen habe, habe ich mir da auch was rausgebastelt. Nice. Also, falls ihr noch Passwörter sucht. Hey, stark. Das Moin Moin kann man also empfehlen. Andi Strauß. Keine Ahnung, wann das war. Ja, was du jetzt für welches Passwort du dich entschieden hast. Achso, ja. Starkes Passwort 376. Stark. Stark. Ja. Es geht immer tiefer hinab. Ich weiß nicht, ob das der beste Fluchtplan ist, immer tiefer hinab. Ich find's auch schwach, ehrlich gesagt. Vorsicht, Atomrad. Die drehen bei dir mal um. Ich finde das voll komisch. Ja, bei mir haben die mich unendlich gechased. Die waren so fuck, aber die wissen, dass du schwach bist. Und die riechen die Schwäche und schnappen nach ihr. Ich muss sagen, jetzt gerade machst du das ganz gut. Gutes Munitionsmanagement. Hier wird nochmal aufgetankt. Mhm. Und auch gute Health und so. Lässt aber in Spielen ja auch häufig darauf schließen, dass jetzt irgendwas Krasses kommt, wo man prepared sein muss. Ja, ja, ja. Oh, wenig Health noch. Oh Gott! Was war das auch für ein weirdes Wesen? Hält nicht viel aus. Nee, da war mein Lob auch ein bisschen zu früh angebracht. Ey, das Spiel ist so die ganze Zeit so einfach und dann kommt man auf einmal in so eine Situation, wo man denkt so, was ist jetzt auf einmal passiert? Ich kann nicht. Ich habe mir so vorgenommen, über keinen Gag zu lachen, aber der kam gerade echt aus dem Off. Ja, der kam aus dem Nichts. Den habe ich ja mal verstanden. Wie unangenehm. Ja, manchmal hat man das, dass man so einen Hänger hat und dann denkt mit dem Hals, ja. Der war, oh Gott, der hat aber auch lange gedauert, alter Schwede. Ich war schon ganz woanders wieder. Ach so, nee. Ich habe den auch direkt verstanden. Ja, yeah, genau. Ich habe mich aber entschieden, nicht drüber zu lachen. Nein. Ich habe innerlich gelacht. 9 Health, okay. Eine Riesenkiste und dann ist da 9 drin. Das ist auch schon interessant. Ich mache jetzt mal schnell, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Das stimmt, wobei der Timer irreführend ist. Wir haben hier so einen internen Timer, Leute, den seht ihr gar nicht. Den habe ich mir ein bisschen früher stellen lassen, weil ich neige zum Überziehen und dachte, es wäre schlau, den früher enden zu lassen. So ein Typ bist du, okay. Ja. Genau. Aber wenn man muss sich ja nur selber kennen, dann kann man einen Workaround für seine Doofheiten finden. Das ist ja keine Doofheit. Ja, oder die Eigenheit. Stimmt, das ist ein viel besseres Wording. Okay, die schießen, aber was? Na, da kommt's gerade. Ja, die sind ganz schön mies. Ja. Wenn die mal reinschießen, dann verliert man ordentlich was. Ja. Aber diesmal ist es sehr gut gelöst. So, weiß ich noch irgendwie was Geiles? Nö. Ja, du hast alles eingesammelt. Ja, lieber Chat, ihr könnt euch langsam auch schon mal die ersten Gedanken darüber machen, was euer Ersteindruck von diesem Spiel ist. Denn ihr habt in ein, zwei Minütchen dann die Möglichkeit zu voten. Wiu, genauso wie wir das gleich tun werden, mit einem Daumen nach oben, einen in die Mitte oder nach unten. Und das ist im Prinzip die Frage, wenn ihr es jetzt gespielt hättet, würdet ihr es weiterspielen, beziehungsweise ihr guckt es ja, also könnt ihr quasi auch im Kopf euch beantworten, würdet ihr es weitergucken, holt euch sowas ab. Der Vote kann gerne jetzt gleich eröffnet werden. Die haben 3 Augen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ihr könnt natürlich auch gerne im Chat mit Worten ein bisschen was dazu schreiben, denn mich interessiert natürlich auch, was würdet ihr für Vergleiche ziehen, zu welchem Spiel Shit, welches das Half-Life-Ding für euch akkurat?
Warte mal, welche, war das Tür 2? Das war nicht das. Nee, guck mal links rum. Da, genau da. Die war's. Dieses große Tor, das da, 3. Tor 3. Tor 3, genau. Das war eben noch geschlossen. Da kommen wieder ein paar Kollegen. Start. Hier gibt's auch endlich mal eine Deckung tatsächlich. Das ist ganz nice. Oha, richtig krasse Headshots. Am Start. Wenn dann richtig. Auf geht's. Stark. Da gehen die Votes raus. Okay, hier ist wahrscheinlich Muni. Ja, aber wir haben ja jetzt wirklich noch nicht so viel Story auch bekommen, wenn man sich das jetzt mal überlegt. Das stimmt tatsächlich. Wir hatten diesen Trailer, der war auch schon gut informativ. Ich fand es ganz gut, dass es nicht so, also, dass es jetzt nicht unbedingt ein Tutorial gab oder so, weil es sowieso sehr basic und verständlich ist. Ja, super basic. Das fand ich cool. Mhm. Da schließe ich mich schon mal an. Aber auch unser kleines Textspiel habe ich jetzt auch nichts raus, also mehr über die Story irgendwie erfahren, außer, dass die Leute gestresst sind. Und die Verbindung gehabt. Mhm. Diese Ratten, die haben aber jetzt. Vielleicht gab es überdacht ein Update oder so. Vielleicht haben die ein krasseres Kacke-Movement jetzt, die Ratten. Kann sein, dass die ein bisschen genervt wurden. Ja, weil die sind schon stark. Können aber trotzdem keine Challenge für Nils. Bam, bam. Also verstoßen. Für die. Das Ding ist halt, ich finde, es wirkt so, man kann ja sehr viel Kram dann doch in die Hand nehmen, einiges aber auch nicht. Dass irgendwas hat. Das Entwicklerteam noch damit vor. Das stimmt. Aber bisher, also mich hat das Spiel gehalten, kann ich schon mal sagen. Ich habe viel länger als mein eigentliches Vorbereitungspensum dafür war gespielt. Ich wollte nicht aufhören. Ich hatte irgendwie Spaß an so einem Oldschool-Shooter. Aber ich habe noch nie einen Moment erlebt, wo du diese Mechanik-Dinge in die Hand nehmen zu können überhaupt brauchst. Und es wäre schon cool, wenn man das Ganze vielleicht noch mit ein paar Rätseln verfeinern würde. Weil bisher, wie du auch schon sagst, Jen, ist es relativ basic. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, da so Rätsel einzubauen, weil du gehst ja davon aus, dass es ein Shooter ist und dann genau, also wenn du dich, wie du es am Anfang gesagt hast, darauf einstellst, dass du durchhuscht, ja, dann hast du nicht mehr so viel Lust, irgendwie um die Ecke zu gucken, wie jetzt bei dem, keine Ahnung, bei einem Zelda oder so. Das stimmt. Und dann entgehen dir Rätsel und dann wird es fast schon nervig, wenn du dann eine Tür öffnen musst und dafür hast du einen Schlüssel finden müssen und... Ja, genau. Das Spiel ist dann bestraft. So. Ja, bin ich bei dir. Wobei, das wären ja auch optionale Rätsel, wenn du sozusagen das Weiterkommen an Rätsel knüpfst und dann ein bisschen das Areal davor größer machst, dann zwingst du ja auch ein bisschen die Leute, sich damit auseinanderzusetzen. Und vor allem, finde ich, hat Half-Life 2 das perfekt vorgemacht. Die haben ja dann auch mit ihrer Physik-Engine relativ einfache, aber coole Rätselideen gemacht, dass du zum Beispiel mit so Gewichten irgendeinen Aufzug beschweren musstest. Dann musstest du irgendwelche Backsteine einfach nur in so ein Körbchen legen. Und das war also nicht schwer zu durchdenken, hat aber eben wenigstens die Mechanik, dass physikalisierte Gegenstände auch bewegt werden können, genutzt. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass der Entwickler oder die Entwicklerin hierbei das auch noch planen. Denn der Joke bei Early Access ist ja auch ein bisschen, dass das Spiel halt nicht fertig auf den Markt kommt. Und vor allem, im besten Fall machen die Entwicklerteams es so, dass es einigermaßen bugfrei ist und schon eine spielbare Erfahrung, aber eben vor allem die additional Features, die man vielleicht noch für die Zukunft geplant hat, eben einfach noch nicht fertig sind und Update für Update kommen. Und in diesem Programm ist es ja auch so, dass die Entwicklerteams bei Steam so ein bisschen so eine Box ausfüllen müssen. Da werden ihnen immer die gleichen Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie sehr wollen Sie die Community mit einbeziehen, ist einmal eine Standardfrage. Oder wie lang ist der Early Access-Zeitraum geplant? Und auch, was ist die Roadmap? Was soll überhaupt noch reinkommen? Warum ist es im Early Access? Und was soll damit noch passieren? So, Nils, so langsam ist deine Zeit hier abgelaufen. Ja, ich will so gerne mit einem Geheimnis noch auf die Schliche kommen. Dem Geheimnis des Spiels generell. Ja, ich habe schon das Bedürfnis nach einem Geheimnis. Das verstehe ich. Das sieht doch aus. Ah, nee, es war einfach nur aus. Ja, das ist so ein bisschen Schild. Können wir das nicht einfach die ganze Zeit spielen und bis ich dem Geheimnis auf die Spur gekommen bin? Das wäre ziemlich cool. Dafür sind wir leider im falschen Format. Na gut, dann vielleicht verstehe ich das. Siehst du das nochmal auf twitch.tv/Nils Boomhoff Live? Nils Boomhoff Live, der beste Twitch-Kanal, den man sich überhaupt noch vorstellen kann. Was? Ihr kennt noch nicht Nils Boomhoff Live? Na, dann wird's aber Zeit. Auf zu Nils Boomhoff Live. Der Nils Boomhoff Live hat die geilsten Let's Plays. Außerdem ist er ein super Mensch, der auch viele andere Sachen gut macht. Nils Boomhoff Live. Was macht er noch gut? Abmoderation für das Spiel, die er spielt. Stark. Das war ganz top. Schaut auf diesem Channel auf jeden Fall vorbei. Du hast ein bisschen vorweggenommen, schon, was du
jetzt für einen Daumen geben würdest. Aber ich frage dich natürlich nochmal, als Spielender hast du hier das Vorrecht, was sagst du? Daumen hoch, mittel oder runter? Also es ist ein mittlerer Daumen, was ihr natürlich nicht wissen könnt, also du weißt es nicht, aber die Steuerung ist recht smooth. Das ist irgendwie ganz cool. Das ist bei Shootern immer das Allerwichtigste ist, wie cool ist die Shooter-Mechanik. Und das ist schon recht smooth irgendwie, das kann man ganz gut machen, fühlt sich gut an. Natürlich, die Gegner sind crap, also die sind, benehmen sich wie dumme Zombies, aber sind vermutlich dann mehr als das. Dafür wär's, sonst würde es einfach nicht reinpassen, wenn Zombies einfach jetzt wären. Es gibt dann noch diesen anderen Gegnertyp, die Ratten, die sind exakt dieselbe Mechanik mit dem Unterschied, dass sie jetzt immer weglaufen, offensichtlich eine Textzeile mehr programmiert. Aber ich mag grundsätzlich solche Szenarien, irgendwie so kurz vorm Mauerfall oder irgendwie alte Sowjetrepubliken, irgendwelche komischen Experimente, Geheimnisse und sowas. Was ist da, geht da vor sich? Und dem dann auf die Schliche zu kommen, finde ich grundsätzlich gut, so diesen alten Sowjet-Style so. Aber es ist natürlich schon sehr, sehr reduziert und daher. Das ist jetzt Quatsch, so zu machen. Ich würde, gebt ihnen eine Chance, falls nicht. Aber es ist schon das Gefühl, man hat das Gefühl, könnte noch ein bisschen langsam ist es an der Zeit für ein bisschen mehr. Ne? Ja, das sehe ich ähnlich, aber Jen, sag erstmal, wie ist es bei dir? Genau, ich kann die Spielmechanik natürlich nicht einschätzen, aber ich würde mich da auch anschließen, weil es hat mir eigentlich schon direkt am Anfang gut gefallen mit diesem Intro-Video und so. Und ich mag allgemein so kreative Sachen. Ich hätte es cool gefunden, wenn die es nochmal aufgegriffen hätten irgendwie. Aber wie gesagt, muss ja nicht alles sofort auf einmal kommen. Ja. Aber deswegen wäre meine Tendenz auch zu einem mittleren Daumen. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber ja. Wenn da noch mal reingucken, wenn es eh in der Steamlist dann drin ist, kann man da noch mal in einem halben Jahr mal reinschauen, was da passiert ist oder in einem Jahr. Ja. Gibt sich da was Cooles. Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich für mich. Das ist wie in der Schule, wenn man sich dann so meldet. Da wird man angenommen und ja, ich will das Gleiche sagen wie die beiden davor. Weil im Endeffekt ist das auch meine Meinung. Ich gebe auch den mittleren Daumen aus genannten Gründen. Da fehlen einfach noch ein paar Features, da kann man bestimmt noch ein bisschen was rausholen. Und das Schöne in dem Programm ist aber ja, dass man es anfangs häufig, nee, wir müssen noch mal kurz so tauschen. Oh ja, ja. Denk an das Kabel. Ja, was ist der Plan? Soll ich jetzt hier so? Ja, genau, wir tauschen wieder so hin und her. Bisschen unelegant, aber. Ein bisschen unelegant, aber vermeiden, ne? Können wir gerade nur so machen. Denn wir gucken nochmal gemeinsam hier in, auf die Shop-Seite, denn das ist auch Teil dieses Formats. Quark heißt das Spiel, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Am 2. Juni ist es rausgekommen, also eins der ersten. Und wir gucken hier nochmal ganz kurz rein, was denn, wie lange sie es planen. Und zwar wollen sie ungefähr 12 Monate noch weiter daran arbeiten. Meistens ist es ein bisschen länger, aber das ist so ein ziemlicher Standard-Zeitraum. Und dann beantworten sie hier auch noch irgendwo. Genau, hier. The game is planned to consist of 5 unique chapters, each consisting of several levels with unique content, puzzles and interactions. Individual chapters will be added gradually through of the early access. Jetzt habe ich es wieder falsch gesagt. Early Access, sorry. So, genau, 15 Euro kostet das ganze Ding schon. Da kann man vielleicht argumentieren, hey, 15 Euro ist für den Umfang. Schon eine saftige Nummer. Und so schon vielleicht ein bisschen viel. Vor allem werden die ja meistens teurer, dann, wenn sie den Early Access-Zeitraum verlassen. Tja, aber wenn jetzt wenn sie ihn jemals verlassen. Wenn sie ihn überhaupt jemals verlassen. Es gibt ja auch Spiele, die sind da echt 10 Jahre oder mehr und für immer drin. Genau, das war Quark. Jetzt gucken wir uns aber noch an, was habt ihr denn da draußen gesagt? Was ist denn eure Chat-Bewertung? Fahren wir den Vote mal rein und schauen wir da drauf. Und guckt mal, der Daumen zur Seite hat auch mit ganzen 50% bei euch gewonnen. Das heißt, wir sind uns ja alle, einiger kann man sich ja quasi nicht sein. Ein paar sagen wirklich auch, oder dann auf dem Platz 2 war Daumen runter. Das heißt, viele sagen von euch so, ey, nee, das ist offensichtlich irgendwie gar nichts für mich. Wir kennen jetzt ja natürlich die Begründung nicht, kann auch da sein, so, ey, nee, ich würde es auf keinen Fall spielen, solange das noch so featurearm ist. Aber die wenigsten haben tatsächlich den Daumen nach oben gegeben. Das überrascht mich ein bisschen, aber wir leben ja auch in anderen Zeiten. Also diese Art Shooter ist auch einfach nicht mehr super aktuell und modern. Und wir kennen die Begründung ja nicht. Weiter im Text, liebe Leute, denn wir haben natürlich hier 4 Spieler heute auf dem Zettel. Und jetzt ist die gute Chen dran. Und jetzt kommen wir von so ein bisschen so einem düsteren und auch stressigen Szenario in etwas Gechillteres. Und zwar heißt das Spiel Pile-Up. Und da baut man quasi auf einem kleinen Quadranten Kasten, nenne ich es jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie ich es besser bezeichnen soll, eine kleine Stadt auf und kann Gebäude platzieren und erhält Upgrades
und es geht darum, dass sich Bürger sich wohlfühlen. Ich würde es ein bisschen unter die Kategorie Cozy Game verbuchen, denn man hat überhaupt keinen Zeitdruck, man kann sich sehr viel Gedanken drüber machen, was man wann wie tun will. Und ja, das entspannt einfach und ist, glaube ich, nichts, was man 10 Stunden am Stück durchspielt, sondern doch schön zum Einschlafen am Abend mit einem Second Screen Content oder so einem schönen Rocket Beans Let's Play und dann spielt man das dabei. Und ich würde dir empfehlen, hier, wir müssen nicht tauschen tatsächlich, ja, weil dieses Kabel ist ja näher an dir als an uns. Gut. Und ich würde dir empfehlen, mach das Tutorial, weil das fand ich sehr gut gemacht. Genau, Haken, das zeigt einem im Prinzip ganz gut, wie es funktioniert. Ja, das kannst du mit Space eigentlich auch ein bisschen wegskippen, weil jetzt wird dir nur gesagt, was ich gerade gesagt habe. Du musst die Population dieser kleinen Insel steigern, genau, indem du kleine Häusle baust. Okay, welches Haus sollen wir nehmen? Nehmen wir mal 2, ist auch mal eine gute Idee. Genau, du siehst jetzt auch jeden Moment dann so eine Art... No garden included. Aber da muss man ja wirklich direkt lesen. Liebe Arsmore, Superhelden auf der Münze. Okay. Oh, direkt Panik. Wie fängt man an? Wisst ihr, was ich meine? Fängt man in der Mitte an, am Rand? Genau, das wusste ich genauso wenig. Ich kann es auch jetzt noch nicht perfekt beantworten. Okay. Aber am Rand ist irgendwie, finde ich, immer erstmal ein bisschen schlauer. Gut. Ich dachte, du sagst jetzt genau das Gegenteil. Ah, okay. Now place your cursor anywhere on the island and press left. Click and... Okay. Machen wir mal platschsparend, oder? Leben wir in einer Großstadt? Leben wir auf einem Dorf? Ich weiß es nicht. Es geht nicht. Genau, ich glaube, weil du Space drücken musst, ist etwas unintuitiv. Ah ja, wegen dem... genau, wegen dem Text. Genau, das wäre auch meine erste Ich drückte. Hä? Vielleicht ist es... Ich war einfach zu nah dran, denke ich. Ja, verstehe. Ich kann jetzt +3 hier machen, dann werden hier 3 Personen ein. Ist das eine Wohnung? Ja. Das ist ja eine ziemliche. Das machen wir hier oben drauf. Wohnung. Ach, guck mal, das ist. Oh, das ist oben drauf. Oh, ich kann das so vergrößern, oder? Oder sind das einzelne Wohnungen? Ich sehe auch nichts wegen dem. Ja, man sieht halt nichts wegen dem Ding. Yeah. Das habe ich übrigens. Ich hatte das gleiche Problem im Tutorial. Ja, ja, das finde ich unschön gelöst. Jetzt ein bisschen besser. Aha. Move the camera. Okay. Da unten steht es auch nochmal. Eigentlich müssten sie diese Textprompts da oben auch gar nicht so streng am Start haben. Es ist eine Rutsche direkt ins Wasser. Eine Leiter, aber eine Rutsche wäre ja super cool. Das ist der Eingang zu dem Haus. Und ein bisschen, die werden Probleme haben, eine Couch oder so da reinzubringen. dann brauchen wir einen Kran. Okay, ja, was. Also es gibt mir auf jeden Fall so Dorfromantik, aber gleichzeitig auch, es gab ja auch diese Townscraper, heißt das, glaube ich. Oh ja, oh, das kennst du, das ist super. Townscraper ist ganz entspannt. Da geht es ja nur um Design im Prinzip. Ja. Da geht es ja gar nicht um irgendeine Herausforderung. Weiß jetzt nicht, warum. Wie heißt das Spiel? Fragt Florian Hafler im Chat. Das heißt Pile Up. Also der Name ist hier Programm. Wir sollen kleine Wohnungen und Gebäude aufeinander stapeln. Und ich weiß auch nicht, wer in diesen kleinen Pinken da oben wohnen soll. Ich glaube, das Spiel möchte, dass ich hier das Tutorial... Aber ich habe schon alles gemacht. Die Kamera hast du schon... Ich habe auch schon... Alles gemacht, ne? Du drück mal die linkere den mittleren Mausbutton rein und dann beweg mal die Kamera. Ja, so. Das wollen sie vielleicht. Oh, das war das, was sie wollten. Okay, und jetzt... Ah, ich muss in der Reihenfolge machen. Ja, das ist das ist immer ein bisschen zu streng. Das ist mir zu streng. Und jetzt Rotate Building. Oh, das ist sehr gut. Jetzt kannst du nämlich nochmal was ändern und jetzt kommen die da nämlich rein. Ach nee, doch gar nicht. Ich kann die Gebäude drehen. Aber es wäre schon praktisch, wenn man auch die Gebäude nachträglich drehen kann. Und ich meine, ich hätte das mal gemacht, deswegen habe ich das gerade erwartet. Das kommt vielleicht später. Vielleicht sollte ich noch gar nichts placen, aber... Oh, ich mag auch übrigens die Soundeffekte. Dieses Plop-Plop-Plop ist ganz süß. Also dadurch, dass man jetzt in der Vorschau gar nicht sieht, wo die Tür ist offensichtlich, oder? Nee, da sind 2 Türen nebeneinander. Ich habe nur Quatsch gebaut, Leute. Ich hoffe, die zeigen mir gleich, wie man die wieder kann. Finde ich es ein bisschen unbefriedigend, dass die Tür nach außen geht. Total. Aber ist nicht irgendwie der Gedanke, dass man die miteinander verbinden kann und sich das Gebäude dementsprechend dann verändert? Genau, es passt sich immer an, aber es bleibt gleich blöd gestellt. Und hier ist jetzt Strom. Strom und Wasser. Das ist auch direkt quasi eigentlich die erste Kritik, dass sie dann ein System einbauen müssen, was sich das entweder erkennen lässt oder es automatisch so platziert, dass es Sinn macht. Ja, ich krieg gerade ein bisschen Platzangst bei der Art, wie ich gebaut habe. Ne, es ist ja auch tatsächlich recht klein dort. Ja. Ich glaube, es ist schon süß, da zu leben, aber wenn man hier erstmal so eine Insel fertig hat, dann hat man eher so Blade Runner Cyberpunk-Vibes, weil irgendwie alles sind nur so kleine Blechhütten aufeinander. Das habe ich komplett Mist gemacht. Das sieht zwar niedlich aus, aber am Ende wird daraus natürlich schon irgendwie eher so ein Slum oder so.
Und dann ist es wie bei Minimetro beispielsweise, dass du dann, wenn du ein bestimmtes Ziel erreicht hast, so extra Sachen bekommst, wie House Factory. Genau, jetzt wird es Schritt für Schritt einfach ein bisschen komplexer und du musst halt diese Bedürfnisse, die dort oben angegeben sind, erfüllen. Mit Minimetro kann ich es tatsächlich nicht vergleichen, weil ich das Spiel nie ganz gecheckt habe. Okay. Also nie gespielt habe, sondern nur mal dieses Let's Play. Geht das jetzt ein Wasser weg? Ich habe natürlich jetzt komplett alles zugebaut. Oh, probier doch mal, ob du quasi so eine Brücke zwischen den beiden bauen kannst. Wenn du es jetzt rotatest, das Gebäude. So, und dann würde mal Rotate war. R, maybe? Nee, doch. Ah, doch, ja, genau. Und dann so, aber wenn du jetzt auf das Grid da drüber gehst. Hier drüber. Du musst, glaube ich, auf das Dach mit der Maus fahren. So, genau. Ja. Und jetzt so ein bisschen. So, nee, als Brücke meint er. Als Brücke zu dem anderen Gebäude. Jetzt check ich, was du meinst, ja. Oder, nein! Oh, wie kriege ich das jetzt wieder weg? Ich glaube gar nicht. Also ich glaube, so ist Köln entstanden. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Also vor allem auch die gesamte Verkehrsplanung von Köln. Da hat man einfach erst die Straße gebaut und sich dann überlegt, wo machen wir jetzt die Ampel, wie kann man hier abbiegen? Oh, es geht ja gar nicht. Jesus Christ. Ja, drehen, ja. Ganz ehrlich, ich würde das auch gerne mal spielen. Ich finde, das sieht total cool aus. Und dich drüber. Aber mein innerer Ordnungswahn, der rein innerlich ist und nach außen in der realen Welt keinen Zutritt hat, der dreht gerade durch. Komplett. Ja, ne? Komplett. Also diese Randomness, diese fehlende Symmetrie und deiner Siedlung macht mich komplett ganz wild. Das und ist aber ja auch noch die erste Lernsiedlung. Man wird natürlich auch mit jeder. Ich denke auch, dass es einfach nur ein Tutorial gerade ist, oder? Deswegen gebe ich mir auch. Also nicht, dass ihr denkt, ich wäre so ein Ordnungsfreak. Es ist definitiv nicht, wie ich Ordnung verstehe. Aber das ist. Ja, aber das ist ja auch Interpretation. Ja. Geht es hier um Ordnung oder um Kreativität? Das kann sich auch manchmal ein bisschen ausschließen. Ach so, warte, jetzt check ich es erst. Okay, es brennt. Danger. This building can explode when it's contact. Das ist ein bisschen Gebäude-Tetris, wie der Chat auch gerade sagt. Mhm. Okay, das heißt, man muss jetzt wie so beim Einbau der Küche darauf achten, dass die Spülmaschine nicht neben der Waschmaschine chillt. Was bei mir in der Wohnung definitiv so ist, fällt mir gerade auf. Aber nee, das war Herd neben Waschmaschine, Entschuldigung. genau. Read the warning by hovering your mouse over it, okay? Das tat ich bereits. Ja, wir haben das gelesen, liebes Spiel. Ich finde es auch, dass jetzt alles wieder an der Seite steht, ist auch wieder verwirrend, weil welches ist die Information, die der mir jetzt versucht zu geben? Ja, hier, ich glaube, es gibt da oben immer noch ein Place Buildings 0 von 3. Jetzt sollst du halt wieder 3 dann platzieren. Baller ich die jetzt zornig drauf in der Hoffnung, dass. Weil das Beste ist, das Spiel erklärt einem so völlig basic Steuerungskram. Aber überhaupt nicht, was das für eine Rolle spielt. Wo muss man vielleicht die Fabrik platzieren? Macht das irgendwie, spielt das eine Rolle? Dazu sagt es herzlich wenig. Ich hau das jetzt einfach nur noch drauf. Das ist jetzt nur noch random. Ich will es einfach nur noch weghaben. Oh, aber cool. Das sieht schon mal. Oh, das ist bei Townscraper auch so tatsächlich. Genau, ja. Das stimmt. Und das ist dann ja wirklich, je nachdem, das Gebäude, was du dranhaust, entsteht dann da so ein kleiner Hof. Eine kleine Sitzgelegenheit, eine Bank. Aber das war hier auch schon so, weil du hast ja dieses hintere Gebäude so ein bisschen schräg drauf gesetzt, dann kam ein kleiner Balkon. Ja. Also es passt sich schon auch nach deiner Platzierung. Weil das immer noch sehr random ist. Das ist halt kann mir keiner erklären. Ja. Und das erkennst du ja beim Drehen und Setzen. Überhaupt nicht, nee, das ist ein bisschen schade. Skip turn, I just did. Wieder Ball in Milch. Shift, ah ja, sorry. Skip turn. Skip turn, space diesmal, okay. Gut. Okay. Das ist, Ihr habt es getauft, Köln. Aber man hört es auch schon ein bisschen so am Soundtrack. Das ist auf jeden Fall was fürs Runterkommen. Und das soll einen gar nicht stressen. Wir haben jetzt ja natürlich diese. Ich bin extrem gestresst. 20 Minuten hier pro Spiel. Deswegen spielen wir das sicherlich auch etwas stressiger, als man es zu Hause tun würde. Aber die Idee ist ja immer noch: Kann sich ein Early Access Spiel in 20 Minuten so gut verkaufen, dass man es weiterspielen will? Das ist übrigens ganz praktisch, die Kameraperspektive. Fand ich noch ganz nice. Das finde ich süß, ja. Dann kann man. Jetzt sieht es aus wie auf dem Übung gefährlich. Da wird doch gerade jetzt auch versucht, eine Plantage drauf zu setzen. Der Bunker in Hamburg. Ja, genau. Tatsächlich, das wertet ihn auch auf jeden Fall ziemlich auf. Und ich finde ja, das sollte man generell mit der Stadt mehr machen. Mehr Bunker. Hier noch mal mehr Bunker, mehr? Genau. Ich brauche das Land. Ja. Da passt rein. Plus 45. Oh, man kann auch sehr überlappen bauen. Oh, guck mal jetzt. Aber auch da sind wieder die Eingänge auf der falschen Seite. Aber da ist ja wenigstens ein Gang, ne? Da kann man hin, ja. Da kann man sich hinquetschen. Okay.
Also es gibt ja schon jetzt mal abseits von diesem Bauen offensichtlich noch eine zweite Gameplay-Ebene. Genau. Die wir bislang noch gar nicht so wirklich angetastet haben. Also es gibt ja Runden. Mhm. Stack of Buildings. Das heißt, man muss innerhalb einer Runde hat man eine gewisse Anzahl von Karten sozusagen, die man ausspielen kann. Oder wie ist das gedacht? Genau, es wirkt ein bisschen wie so ein Decksystem. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Beschreibung. Weil du kannst ja nicht unendlich für jeden Gebäudetyp dich einfach entscheiden. Da kriegst du was Vorgegebenes. Mhm. Und ich glaube, das ist am Ende dann auch die Herausforderung. Also, dass es verschiedene Level einfach gibt, die eine gewisse Grundpopulation am Ende von dir verlangen. Und du musst halt mit dem, was dir in den Decks gegeben wird, schlau haushalten, die in den richtigen Reihenfolgen platzieren und dich auch mal gegen etwas entscheiden. Nur das Ding ist, und das habe ich auch wirklich sehr im Tutorial kritisiert, ist ja schön, dass uns die Steuerung so fein säuberlich erklärt wird, aber warum wird dazu gerade nicht viel gesagt? Klar gibt es diese kleinen Beschreibungstexte, aber woher sollst du jetzt wissen, ob ein Casino gerade gebraucht wird oder nicht? Genau, und das stand halt auch jetzt bei allen dran, also es ist schon verwirrend. Und gerade du weißt ja auch noch gar nicht die Wertigkeit dessen, ist identisch das, was du gerade gesagt hast, Entschuldigung, ich komplett... Nee, alles gut, das habe ich auch eben gemacht. Das ist wieder dieses, ja, das... Ja, ich streck nochmal. Ich will auch eine Kriege auch eine Eins, ja. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was... Ah ja, das ist natürlich auch sehr praktisch, das auf einem Dach zu bauen. Ja, das lieben die das Leute. Das stützt auch hier definitiv nicht ein bei diesem... Gar nicht. ...Stück. Erinnert mich an meine alte Schule ein bisschen, aber ist okay. Echt? Das war noch da hat, wir hatten eine Tropfhöhle. Also es war komplett Common Sense. Das war eine Tropfhöhle? Ja, da hat es getropft. Ich weiß nicht, was getropft hat, aber es hat getropft. Aber ist es so ein etablierter Fachbegriff? Eine Tropfhöhle? Du hast es so benutzt, als wäre das, als nennt man das so. Das, ja, wir haben sie so getauft, weil jedes Mal, wenn wir durchgelaufen sind, hat es getropft. Vergrauenhaft. Furchtbar. Jetzt hätte ich gewusst, dass das dasselbe Gerät ist wie dieses Gerät, dann hätte ich natürlich zusammengerätet, damit wir einen Auspuff haben. Na klar. Wie bei jedem Spiel irgendwie wächst man natürlich auch mit der Erfahrung, die man erlangt. Das würde man irgendwann natürlich ein bisschen anders machen, wenn man die ganzen Gebäudetypen kennt. Okay, dann ein extra Haus. Ja, ich habe auch noch niemanden gesehen. Also ich finde es auch ein bisschen schade, dass jetzt in meiner Stadt hier keiner wohnen würde. Das finde ich auch schwach. Ja, denn es ist jede Population. Und wo sind die alle? Sind die alle immer noch zu Hause? Hier kann es nicht liegen, glaube ich. Ist das der Pandemiesimulator? Dürfen die nicht raus? Sind die im Lockdown? Ja. Wollen sie, wo kann ich das? Ich will das auch so seitlich raus. Wie habe ich das gemacht, frage ich mich. Weil du kommst ja zum Beispiel da jetzt auch wieder nicht ran. Genau, ist komisch, dass das jetzt rot ist. Was ist, wenn du es halt auf diesen Balkon stellst? Der, nee, links, links, links. Da? Da, genau. Oh, das könntest du vielleicht, wenn du es jetzt so ein bisschen Richtung Meer ziehst oder so. Ja, aber guck mal, da hast du wieder drei Stellen. Das sieht furchtbar aus. Der einzige Fluchtweg erstmal mit. Aber das war übrigens das, was ich meinte. Jetzt sieht es halt super so Cyberpunk-mäßig aus, wo alles komplett irgendwie ineinander geschachtelt ist und auch gefühlt nichts ein Konzept hat, sondern nur notgedrungen irgendwie noch reingebastelt werden musste. Meinst du, ich sollte bei Cyberpunk anfangen als Game Designerin? Auf jeden Fall. Um da die Hütten zu bauen. Nach dem Spiel ist man qualifiziert. So, jetzt haben wir zum ersten Mal das Tutorial fertig. Genau, klicken wir gerne mal auf Play. Wir können uns den Anfang nämlich noch anschauen. Hier kann man nämlich jetzt da oben dann nämlich auch verschiedene Formen quasi dann später spielen. Die andere ist jetzt noch nicht freigeschaltet, aber es wird quasi herausfordern, da wenn du nicht mehr so eine Grundfläche hast. Dann kannst du noch mal kurz durch die Game Modes durchschalten. Da haben wir einen stresslosen Mode, so einen Modus braucht, finde ich, so ein Game immer, dass man einfach für sich schön hinbaut und gar keine Population erreichen muss. Dann kannst du natürlich deine Inselchen benennen und auch deine Citizens benennen, die man nie sieht. Warum benennt man die dann? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber spring doch vielleicht einmal kurz in den Sandbox-Mode rein, weil dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, einfach nochmal zu sehen, was es alles so gibt. Aha, ich muss was sagen. Die heißen S. Okay. Also dieses Sims-Problem, das Rimworld-Problem, wie nennt man eine Stadt am Anfang? Ja, ja. Das ist vor allem, also alleine nimmt man sich da natürlich ewig Zeit. Ja, nee, es ist bei mir immer dasselbe. Ich nenne es immer Kuchen. Ich weiß Kuchenland. Nicht, warum. Ja, ist ja schön. Ich nenne es Kuchen, einfach immer Kuchen ohne Land. Guck mal, nee, da steckt Land einfach, die lassen sich nicht anders benennen. Das ist Kuchenland. Das finde ich, das nehme ich nicht an. Aber man kann tatsächlich, nee, lass dich nicht rauslassen. Und dann, wie nennt man Personen, die Schnitten. Die Schnitten? Die Schnitten, guck mal, da haben wir doch direkt schon mal schön was. Schnittenwunder im Kuchenland, perfekt. Gedrückt halten, glaube ich. Stark, dass du das gesehen hast. Aber warum auch? Muss man das gedrückt halten? Aber es ist jetzt wirklich bei Citizens stand da jetzt hinten dran, bei Anwohnern, ne? Warum ist es jetzt wieder, welche Größe ist das? Welche Relation haben wir hier? Ich würde sagen, das ist... Wenn die Pflanze so groß ist. Rauxel ungefähr. Okay. Sandbox.
Was hier oben? Genau, wow. jetzt sehen wir nämlich einmal alles und das wollte ich nochmal zeigen, weil wir haben jetzt natürlich einfach nicht mehr die Zeit, quasi dieses, das eigentliche Gameplay komplett zu durchschauen. Wann braucht man irgendwie eine Müllabfuhr oder was es da eben war, hier so ein Müllcontainer oder ein Elektrizitätswerk. Dann kann ich mich immer anwählen, womit ich am meisten arbeite und es dann draufziehen und dann hier einen Coffin braucht man immer auf dem Dach. Ja, typische Dachdekoration. du kannst auch nicht hinlegen, du kannst nur aufstellen. Ist auch unpraktisch. Aber vielleicht ist es ja, dass Vampire dort auch wohnen können in deiner Stadt. Das wäre, und dann ist oben drüber, weil die nebeneinander sind, entsteht ein Zaun. Ja. Und kann ich da jetzt ein Dach drüber machen? Stark. Es sind keine Grenzen gesetzt. Nee, auf jeden Fall geht es hier nicht um Statik, so viel steht schon mal fest. aber da sieht man, du hast hier quasi in einem Sandbox-Modus gerade oben aus dieser Unendlichkeitsauswahl dein kleines Deck zusammengestellt. Da kannst du entweder dir wahrscheinlich alles reinpacken und nur schön bauen oder vielleicht auch üben für den anderen Modus und sagen, ey, ich stelle mir ein kompliziertes Deck irgendwie zusammen und versuche mal damit was zusammenzuschustern. Aber ich habe den anderen Modus auch schon gespielt, hier den wo es um was geht. Und trotzdem ist es, kann ich so viel schon mal sagen, ist es jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit unter Stress bist. Also es ist jetzt auch nicht die weltgrößte Herausforderung, die man sich vorstellen kann, sondern es ist einfach nur ein bisschen, dass man manchmal sich vielleicht zwischen A, B und C entscheidet und mal kurz nachdenken muss, aber es ist jetzt nie eine knifflige Aufgabe, dass man da irgendwie ganze 5 Minuten nichts platzieren würde oder so. So viel verlangt das Spiel zumindest in den ersten Spielstunden und Minuten, die ich hatte, jetzt noch nicht ab. Das finde ich aber auch ganz gut. Das ist gut gebalanced, weil das Genre will dich auch gar nicht wegstressen. Aber wie wir eben schon rausgehört haben, könnte das Spiel noch ein bisschen am Tutorial optimieren noch. Ja. Das ist jetzt eine Schule. Ich habe es gerade nicht hingekriegt, das ans Dach anzuschließen. Ja, das scheint noch ein bisschen fummelig zu sein, ne? Das ist auch irgendwie. Vielleicht ist es auch einfach meine Inkompetenz, um ehrlich zu sein. Nee, das ist ja auch wirklich ein bisschen der Situation geschuldet, weil man sonst geht man nie so schnell daran. Auch Nils ist ja eben durchgesprintet. Da neigt man einfach als Mensch zu. Wenn man weiß, ich habe nur 20 Minuten für etwas, was eigentlich im besten Fall ein paar Stunden Spaß macht, dann versucht man alles so schnell wie möglich wahrzunehmen. Ich habe Spaß an diesen Särgen. Ich finde es aber auch echt unglaublich, dass immer dieser Zaun da drauf platziert wird. Ja. Was soll denn das? Aber Moment mal, sind das kleine Fenster? Können da 3 Leute in dem Sarg wohnen? Nee, ach, das sind Hebel. Zum Öffnen. Okay, wir müssen voten. Ach so, nee, die hast du seit. Aber eher, dass es zum Tragen ist. Zum Tragen, ja. Aber ja, stimmt. Man die Leute, guck mal, die können da gar nicht rein in den Sarg. Aber kannst du jetzt noch? Die Tür auf wie in einem schlechten. Ja, da geht's, aber nicht bei den Links, meine ich. Ja, stimmt, das habe ich falsch gebaut. Das ist auch wieder, bin ich dran schuld. Genau, aber kannst du nicht, guck mal, was die Symbole da unten sind. Ich meine, ich hätte es irgendwie mal geschafft, was nachträglich zu rotaten. Oder ich hab's mir nur Kuchen-Area. Mehr gewünscht, weil ich weiß auch nicht mehr genau, Baby generated. Wie das ging. Klar. Aber wir können auf jeden Fall schon mal langsam euch da draußen zum Voten bitten. Den würde ich mal kurz reinschieben. Dann habt ihr schon mal 2-3 Minütchen Zeit, euch Gedanken zu machen und einen Daumen hoch, mittig oder runter zu verteilen, ob ihr das Spiel weiter gucken oder spielen würdet. Derweil können wir schon mal das Gespräch beginnen, wie es denn bei uns aussieht. Und so lange kannst du dann noch ein bisschen weiter rumklicken. Jane, du als spielende Person hier hast natürlich auch das Recht, zuerst zu urteilen. Was ist dein Gefühl? Ist sowas überhaupt was für dich? Habe ich das richtig entschieden oder würdest du sagen, nee, was für eine lame Scheiße? Also normalerweise finde ich solche Spiele eigentlich ganz gut, die mich runterbringen sollen, aber genau solche Spiele bewirken leider immer das Gegenteil bei mir. Ja. Ich weiß nicht warum, aber gerade wegen dem, was Nils auch gesagt hat, dass man halt in so einen Perfektionismus verfällt, dass man es entweder richtig gescheit machen will oder halt eben nicht, und das mache ich nicht im Halbschlaf. Also entweder sitze ich da voll konzentriert, mache mir Lo-Fi Girl rein und dann versuche ich da das Beste draus zu ziehen, aber dann spielt halt auch die, da finde ich Townscraper schon echt sehr gut gelungen und Dorfromantik bringt da auch schon ihre besten Seiten. Ich weiß jetzt nicht, was das Spiel mir jetzt noch geben würde, was die anderen beiden nicht hätten. Das ist halt krasse Konkurrenz schon. Das stimmt, und so diese Erklärung am Anfang fand ich ein bisschen, also mit dieser Spacebar, dass da dieser Text ist, also entweder gibst du mir zuerst Text und dann zeigst du mir die Funktion, dass es so ein bisschen klarer ist als beides simultan. Ja. Dass das ein bisschen intuitiver werden müsste, fände ich schon cool. Mhm. Ja, aber was gibt man denn für eine Bewertung? Ich glaube tatsächlich, ich würde es nicht nochmal spielen.
Ja, nee. Dann ist es ja fast dann schon ist es bei mir ein leider Daumen nach unten. Oder? Genau, ja. Bei mir ist es ein Daumen. Völlig legitim. Dafür sitzen wir hier, um euch den Ratgeber-Part quasi mitzugeben. Nils, wie sieht das bei dir aus? Um ehrlich zu sein, habe ich voll Bock, das gerade zu spielen. Mich juckt das komplett, weil ich bin bei sowas immer, ich kann da schlecht zugucken, weil ich will immer meine eigenen Klicks machen, ja, und fühle mich dann so bevormundet und will das lieber selber bauen. Ich hätte jetzt voll Bock, das zu spielen. Also ich weiß nicht, wie komplex das noch ist und wie sehr man da, wie hoch man türmt und wie sehr man das schön machen kann und so. Und was dann noch diese ganzen anderen Karten mit dem Energiemanagement und so für eine strategische Tiefe mit reinbringen. Mhm. Aber für den Moment, und vermutlich würde das vielleicht auch nur eine halbe Stunde oder so anhalten, ja, bis dann ich merke, okay, der Tiefgang ist dann nicht so groß. Aber jetzt für diesen Moment habe ich echt gerade Bock drauf. Ich würde es ehrlich gesagt gerne jetzt spielen. Und deswegen sage ich für den Moment mal einen Daumen nach oben, unter dem Vorbehalt, dass ich nicht weiß, wie lange der oben bleibt. Mhm. Aber wenn du jetzt, wenn jetzt Werbepause wäre, würde ich sagen, gib mal, ich spiele eine Runde. Ja, verstehe. Das Ding ist, das ist doch eigentlich auch sogar perfekt für solche Just-Chatting-Situationen, wo man dann auch mal, sag ich mal, noch ordentlich mit den Leuten reden kann, dann platzierst du mal wieder ein Gebäude, aber du hast ja keinen Counter oder Timer, so der dich da quasi komplett von abhält, deswegen das würde es wahrscheinlich dafür sorgen, dass man es länger als eine halbe Stunde, Stunde vielleicht nebenbei spielt, aber du hast, glaube ich, die völlig richtige Einschätzung, dass das überhaupt nicht so mega lang, zumindest am Stück trägt. Vielleicht hat man immer wieder Bock, aber ich glaube, das ist nichts, was du 5 Stunden plus spielst. Ja, aber eher, genau, für mich, aber ich finde so, diese Baudinger, gerade wenn man, wenn es so entschleunigt ist, ja, und man sich so Gedanken macht, also mich saugt es immer ein. Mhm. Und ich glaube, ich kann da so ein bisschen mein Gehirn abschalten dabei auch. Ja. Ich glaube, das ist das Gute an solchen Spielen, dass man, wenn man voll geladen irgendwie hinkommt, mhm, und sowas gibt, setzt so die Gehirnlinie auf so eine Nulllinie irgendwie so. Ja, weißt du, ja, was ich meine? Ja, absolut. Und es ist eigentlich recht einfach, aber irgendwas, das hat was Hypnotisierendes irgendwie. Mhm, finde ich auch. Also ich kann mich da gerade nach einem anstrengenden Tag auch perfekt drin verlieren, um, wie du schon sagst, den Kopf mal auszuschalten. Aber was heißt das in Daumen? Habe ich ja schon gemacht. Achso, hast du schon gemacht? Also, nach oben. Ich würde es jetzt gerne ausprobieren, ja. Gar nicht mitbekommen. Ja, guck mal. Das ist ja sehr, sehr spannend. Ich habe im letzten Monat tatsächlich auch ein spannendes Early Access-Spiel gespielt, das auch in so eine Richtung ging. Ich schaue gleich nochmal nach, welches es war. Und das hat mich so überzeugt, dass das auch nicht mithalten konnte. Deswegen bin ich bei dem Daumen in die Mitte. Und damit haben wir hier mal alle Daumen vertreten. Denn ich finde, da muss noch ein bisschen, wie Jen auch gesagt hat, ein bisschen mehr, dass es intuitiver wird, dass du nicht die ganze Zeit irgendwie gepromptet wirst und eigentlich aus dieser Entspannung fast schon rausgerissen wirst mit Informations-Overload und so. Dann können wir mal ganz kurz hier gemeinsam auf die Steam-Page schauen, wie wir es immer machen. Wir kommen gleich auch noch zu euren Ergebnissen, lieber Chat. Aber erstmal ist es sehr positiv, was immer ein gutes Zeichen bei Steam ist. Aber kürzlich ist es ausgeglichen. Und ich habe mir ein bisschen durchgelesen, wieso. Und das sind überwiegend durch das letzte Update hinzugekommene Bugs. Und das kann halt frustrierend dann sein, wenn du dir eben, du hast deine schönste Siedlung aufgebaut und dann gibt's irgendeinen Bug und dann ist es halt hässlich geworden, nur deswegen oder so. Das haben die Leute beschrieben oder es ging auch teilweise nicht weiter oder die Gebäude haben ihre Funktion nicht erfüllt und so. Mhm. Aber auf das lässt man sich bei diesem Konzept ja eben auch ein. Rausgekommen ist das Ganze tatsächlich am gleichen Tag wie das Spiel davor, am 2. Juni. Und wir können uns nochmal ganz kurz durchlesen. Ich habe schon gesehen, das ist ein Team aus 5 Personen hat das. Mhm. Das ist immer besonders cool, wenn sie sehr ausführlich, wie hier bei Wozu Early Access, auch schreiben, wer sie sind. Hier steht es ja, we are a team of 5. Deswegen kann man natürlich auch nicht unfassbar viel erwarten. Spannend ist auch immer, was wollen sie dafür haben? Aktuell ist es witzigerweise im Sale für 6,82, könnt ihr jetzt zuschlagen. Ohne Sale kostet das einen 10er. Ach. Und man weiß am Ende natürlich immer nicht genau, wie teuer es nach dem Early Access wird. Hier schreiben sie darüber, was ist ein bisschen zu lang. Das kann man sich natürlich nochmal durchlesen. Sie wollen kein ganzes Jahr im Early Access bleiben. Das finde ich stark, dann sind die offensichtlich zu 5 schon sehr erfahren und schnell, behaupte ich jetzt einfach. Und ich will noch ganz kurz was über die Features hier euch verraten, was sie denn nämlich noch machen wollen. Genau hier, wie soll sich die Vollversion von der Early Access Version unterscheiden? There will be more gameplay content, like more islands, buildings and game modes, new systems, photo mode, leaderboard and improvements based on on player feedback. Das Ding ist, Photo Mode, Leaderboards, wenn sie das reinpacken, muss ich sagen, okay, wow, dann haben sie aber echt irgendwie gecopy and pasted. Ja, und auch irgendwie dann fast schon zu viel Zeit für so einen Quatsch, weil packt doch lieber noch mehr von dem, was ihr davor gesagt habt, rein. Islands, Buildings und Game Modes, aber vielleicht ist das auch deren Plan, aber
was erwartet man da jetzt, was da noch kommt? Ich finde bei solchen Spielen immer, also ich habe es jetzt noch nicht gespielt und deswegen muss ich viel Nebel des Krieges durch Fantasie wegpusten und eventuell werden dann Dinge dort an Stellen gesetzt, die dort nie erscheinen werden. Ja, ja. Aber was ich halt finde bei sowas noch, das hat ja diesen, das ist ja ein ganz verdichteter Wuselfaktor auch, wenn du so willst. Und wenn dann einfach auch Leute da rumlaufen würden, die das beleben, das macht für mich einen riesen Unterschied. Du hast voll recht, ja. Wenn du halt sagst, okay, du baust das auf und dann siehst du am Anfang, okay, da kommen irgendwelche Bewohner und in dem Moment, wo du zum Beispiel eine Fabrik hinsetzt, hast du einige Bewohner, die einen Helm aufhaben und einen Overall und du siehst, okay, die gehen jetzt auch zur Fabrik und je mehr du baust, desto belebter wirst, du baust eine Schule, auf einmal laufen vielleicht Kinder Richtung Schule und das hat dann so einen Aquarium-Effekt, dass du einfach auch beim Zusehen Spaß hast, ne? Ja. Und das hat mir jetzt hier komplett gefehlt und nach den Beschreibungstexten haben die auch gar nicht vor, sowas einzubauen, was ich ein bisschen schade fand, weil ich find, das wäre nochmal eben, wie gesagt, dieser Aquarium-Effekt, der dann dabei rauskäme. Ich würde stundenlang jemandem zugucken, der das spielt, aber ich würde es, glaube ich, selber nicht spielen. Aber ich verstehe den Sinn dahinter, weil wenn das eine Person spielt, die Spaß daran hat und eben nebenbei noch so ein bisschen quatschen kann oder so, das ist genau der Second-Screen-Kontext, der dann richtig cool auch ankommen würde, gerade mit dem Männchen und so. Zum Einschlafen, why not? Kann ich auch absolut nachvollziehen. Ja, das unterscheidet sich heutzutage fast schon so ein bisschen. Willst du etwas gezielt im Stream gucken oder will ich selber spielen? Da habe ich mittlerweile auch ganze Genres, die gucke ich mir gerne an, aber die will ich nicht spielen. Jetzt gucken wir noch einmal zuletzt da drauf, weil ich finde, hier sieht man einfach in den GIFs, die sie hier auf ihre Store-Page gepackt haben, einfach ganz gut, wie viel es dann doch an verschiedenen Gebäudetypen gibt, wie putzig das Ganze auch aussehen kann. Und eine Sache habe ich eben vergessen zu erwähnen, denn ich habe mir die Rezension auf Steam auch durchgelesen und ein ganz großer Kritikpunkt der Leute waren auch noch, dass es zwar viele Upgrades gibt, aber dass die, hier sehen wir den Upgrade-Baum, der dann später noch gekommen wäre, dass die aber praktisch keine Rolle spielen. Also, dass sie sich nicht mächtig anfühlen und so. Deswegen sei vielleicht auch daran das Team noch die Empfehlung rausgegeben, da doch einfach noch mal ein bisschen in den Feinschliff zu gehen und ja, die einfach sinnvoller zu gestalten. Jetzt seid ihr zumindest in den 20 Minuten, wie es uns hier an der Stelle möglich ist, bestens informiert, was Pile Up für ein Spiel ist. Jetzt wollen wir uns aber noch anschauen, was ihr davon da draußen, nur durch Zugucken könnt ihr bewerten. Was habt ihr davon gehalten? Fahren wir mal unsere kleine Grafik rein. Und das ist tatsächlich ein sehr ähnliches Ergebnis wie eben. Daumen hoch sind gar nicht so viele, aber Daumen zur Seite und runter sind da ziemlich ähnlich mit 40%, aber Daumen zur Seite ist doch noch der Großteil, das heißt, ihr seid auch noch unentschlossen. Ich interpretiere das jetzt einfach mal genauso, ja, wäre cool, wenn die noch ein bisschen was reinballern, vielleicht das, was wir gesagt haben, wenn das noch kommt, dann könnte der Daumen auch nach oben wandern, aber wie immer, freie Interpretation, keine Ahnung, was die Leute glauben. Ja, vielen Dank bis hierhin erstmal. Wir sind jetzt so ungefähr auf halber Strecke unserer Sendung und an der Stelle würde ich auch sagen, gönnen wir uns ein kleines Verschnaufpäuschen. Dann kann Nils vielleicht in diesen 3 Minuten Werbung auch nochmal ein paar Gebäude setzen. Ihr könnt auch euch was zu trinken holen, dann geht's hier gleich weiter. Und für die VOD-Zuschauer, denn dieses schöne Live-Let's Play, in dem wir hier das erste Mal sind, kommt nächste Woche erst auf dem Let's Play-Channel, denn ich bastle wie immer in diesem Format noch eine kleine Matz rein, wo ich auf die Honorable Mentions eingehe. Wir können ja nur 4 Spiele hier nämlich spielen, aber es sind ganze 40 oder so rausgekommen im Monat Juni und die habe ich mir alle noch ein bisschen angeschaut und werde euch dann sagen, was denn sonst noch empfehlenswert ist und deswegen kann ich auch euch Live-Zuschauern empfehlen, doch auf jeden Fall nochmal nächsten Mittwoch in die Ausgabe mit Mats dann reinzuschauen. Jetzt eine kleine Pause, bis gleich, liebe Leute. Auch der Juni war wieder pickepacke voll mit Steam Early Access Releases. Und da wir nur 4 in die Sendung packen können, zeige ich euch hier im Schnellüberflug, was es sonst noch Erwähnenswertes gab. Und los geht's mit Forever Skies. Das kann man sich quasi wie Subnautica vorstellen, allerdings nicht unter Wasser, sondern auf der Planetenoberfläche und auch nicht irgendein Alien-Planet, sondern die Erde. Nachdem die Menschheit Bestes dafür geleistet hat, den Planeten zu zerstören und eine Zeit lang weggeflogen ist, kommt ihr irgendwann als Spieler zurück, um euch das ganze Debakel anzuschauen und mit eurem Luftschiff durch die Gegend zu fliegen, Ressourcen zu looten und das Teil auszubauen. Diese Mechanik ist sehr, sehr cool. Das Spiel fängt damit an, dass ihr erstmal mit einer Kapsel abstürzt und natürlich wie immer in Videospielen die Basics lernt. Das geht aber dann doch recht zügig. Nach einem Stündchen seid ihr am ersten Luftschiff und müsst das quasi noch mit Motor und anderem Krams versorgen und ausstatten und könnt dann nach so 1 bis 2 Stündchen auch schon losfliegen.
Und dann seid ihr in so einer Semi-Open-World. Ich glaube, es ist schon so eine Art Schlauch, aber man fühlt sich dann doch recht frei und man kann immer mal wieder an anderen zerfallenen Gebäuden und irgendwelchen Müllbergen andocken. Und ja, so wie das im Trailer aussieht, wird man auch größere Luftschiffe irgendwann erhalten. Man wird die ganzen Luftschiffe immer weiter upgraden können. Ob man auch eine Base auf so einem Müllberg bauen kann, das weiß ich allerdings noch nicht. Dafür habe ich noch nicht lang genug reinspielen können. Aber der Anfang hat mir tatsächlich großen Spaß gemacht und das Ding macht optisch auch einiges her. Ja, das Spiel hatte ich eigentlich auch für die Folge mitgebracht, aber Nils hat das tatsächlich schon gespielt und der Witz an unserem Format ist ja, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Spiel wirklich zum ersten Mal sehen und ihr die dabei beobachten dürft, wie sie ihren Ersteindruck erleben. Deswegen habe ich noch ein paar Alternative immer dabei und das habe ich Nils dann jetzt letztendlich auch in der Folge gezeigt. Aber er ist ganz großer Fan, es ist natürlich ein typisches Nils-Spiel und er wird auch gleich in der Folge noch davon erzählen. Ja, mit sehr positiven Reviews kommt das Ding auch wirklich gut auf Steam an. Da kann man, glaube ich, gar nicht viel falsch machen. Dennoch kann ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass das ganze Ding fast 30 Euro kostet, was schon recht viel für ein Early Access Spiel ist. Allerdings ist da auch schon eine Menge drin und es wirkt auch nicht wie der klassische Early Access Release, sondern wie ein etwas größeres, fertigeres Spiel. Also ich würde dennoch behaupten, das Ganze ist 30 Euro wert. Das nächste Spiel auf meiner Liste heißt It's Only Money. Hier geht es darum, dass euch der Bürgermeister von Rockhaven in ein Loch geschmissen hat und ihr in der sogenannten Undercity ankommt. Und ja, warum die Prämisse ist, euer Nettovermögen war zu gering. Wahlweise alleine oder mit bis zu drei Freunden, also insgesamt zu viert, könnt ihr die Undercity unsicher machen. Und ja, unsicher machen scheint hier auch Programm zu sein. Denn ihr vermöbelt Leute, ihr bestehlt die Reichen, indem ihr irgendwie Taschendiebstähle vollzieht. Ihr brecht irgendwo ein, ihr zerschneidet irgendwelche Kabel, um was auch immer zu tun. Und ja, ihr hört schon raus, ich habe selber nicht angespielt, aber ich habe mir zumindest alle Gameplay-Trailer reingezogen und die Steam-Reviews ordentlich durchforstet. Die sind übrigens insgesamt bei sehr positiv und die Leute scheinen zusammen doch recht viel Spaß zu haben. Deswegen sieht das zumindest nach einem besonderen Titel aus. Und vor allem denke ich mir, es ist doch wohl bestens geeignet für Formate wie die Skill Arena. Try on the role of a Russian Duma who lives in a typical post-Soviet building. Your pointless life filled with routine and addictions. Can you cope with it? Ja, und da sind wir auch schon bei unserem nächsten Spiel, Duma. Ja, das ist natürlich weniger eine Empfehlung, aber zumindest mal ein Hingucker wert, denn ich glaube, das ist ein reines Witzspiel und das lassen auch die Steam-Reviews vermuten und trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten. An dieser Stelle möchte ich einfach mal zwei Steam-Reviews zitieren, die das Ganze ein bisschen einordnen. Und zwar erst eine positive, hier sagt dieser User: Ein Pro ist offensichtlich die gute Grafik und die Ratte. Und ja, es gibt aber keinen Content und das ist dann Contra. Dann gibt es noch eine negative Review, die auch nur 0,1 Stunden durchgehalten hat. Und die sagt, ja, nicht sicher, ob das ein Witz ist, aber nicht optimiert, kein Content, just aimlessly walking around a very small map with 5 FPS. Und so weiter und so fort. Ihr könnt ja hier noch ein bisschen weiterlesen. Ich fand die Review auf jeden Fall ganz funny. Aber natürlich geht an dieser Stelle absolut keine Kaufempfehlung raus. Aber manchmal sucht man ja nach einer kleinen Trash-Perle. Und dafür kann man dieses Spiel dann für 3 Euro vielleicht doch mal mitnehmen. Mich erinnert das Ganze trotzdem vom Vibe so ein bisschen an Spiele wie My Summer Car. Und ja gut, das hat halt wenigstens Content. Aber wer weiß, vielleicht wird der Content in diesem Spiel ja noch nachgepatcht. Ja, aber mit so einem Quatschspiel wie Duma kann ich euch ja hier schlecht aus der kleinen Matz entlassen. Deswegen habe ich noch eine feine Perle für euch und zwar Shogun Showdown. Und das habe ich einfach reingepackt, weil man nimmt ja meist das Beste zum Schluss. Und dieses Spiel hat die oberste Steam-Bewertung erhalten. 561 Nutzer haben entschieden, dieses kleine Roguelike- und Deckbuilding-Spiel ist äußerst positiv. Und da das für einen Zehner zu haben ist und sogar eine Demo hat, würde ich euch einfach mal empfehlen, hey, nach der Sendung, ladet es euch auch einfach mal runter, wenn es euch gefällt, gebt 10 Euro aus und habt ein äußerst positives Spiel.
dabei, was sich auch noch weiterentwickeln wird. Das ist ja das Schöne am Early Access Programm, dass man ein halbes Jahr oder Jahr später nochmal reinschauen kann und gucken kann, was für neue Inhalte am Start sind. Ja, ihr bleibt jetzt aber bitte noch dran, denn es folgen ja noch zwei Games mit Nils und Chen und ich hoffe, die sagen euch eventuell auch zu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, und da sind wir auch schon wieder zurück hier in der Early Access Tops und Flops Show. Jetzt habe ich es mal wieder richtig gesagt. Ich werde diesen Sprachfehler nie ganz rausbekommen. Aber darum soll es ja auch heute nicht gehen. Wir, wie ihr seht, haben schon Plätze getauscht, denn der gute Nils ist wieder dran. Und jetzt habe ich, du wolltest ja eigentlich ja, lieber schön in Ruhe Häusle bauen. Jetzt wird es aber richtig stressig, weil jetzt habe ich quasi ein Spiel mitgebracht, was ein bisschen zumindest damit zu vergleichen ist, warum ich Spaß an Trackmania habe. Mm. Und zwar Time Trials. Du fährst, im besten Fall bist du irgendwann so im Tunnel, dass du immer wieder die gleiche Strecke fährst und deine Zeit oder deinen Trickscore verbessern willst. Und zwar können wir direkt reinspringen. Wir spielen Driftwood. Das Tutorial brauchst du eigentlich nicht unbedingt, weil ich hier auch alles dabei erzählen kann. Deswegen mach doch erstmal das. So. Oh, Nils hat noch ein kurzes Tonproblem. Währenddessen erzähle ich ganz, ganz kurz, wer so. Wir sind, was wir sind. Wir sind ein Faultier. Du sollst mir jetzt natürlich auch das Tutorial ersetzen. Das mache ich jetzt erstmal. A, immer wieder tappen ist. Oh, ich gib's mir mal ganz kurz den Controller. Ich habe eine wichtige Sache vergessen. Vorsicht, Kabel. Denn es gibt nicerweise einen Streamer-Mode. Einen Streamer-Mode, der jetzt hier irgendwie nicht da ist. Entschuldigt, Leute. Oh, ich war gerade so gut. Ja, du warst richtig gut. Ey, haben sie den jetzt über Nacht rausgepatcht? Streamer-Mode, da steht's doch. Ah ja, stimmt. Ich bin einfach nur zu hektisch. Danke, dass alles du gut. mich unterstützt. Und dafür hast du. Nee, lass es gehen. Du machst dir alles kaputt. Ich war das. Ich war schon mindestens war super. 10 Meter vor der. So, dieses Game heißt Driftwood und mit genau A-Tappen schubst du dich so an, wie du schon ganz intuitiv machst, mit dem nach vorne lehnen. Bist du dann quasi im Speed-Mode. Wenn du jetzt den Linkstick zurückziehen würdest, genau, A ist wieder so ein Checkpoint quasi. Und wenn du den zurückziehst, den linken Stick, dann machst du quasi so eine Bremsbewegung, die aus. Oh, das ist ja Verkehr. Es gibt Verkehr. Ey! Genau. Was ist das für eine miese Nummer, ey? Dann bleib ich mal lieber hier auf der rechten Seite. Da gibt es ja auch. Oh, da hätte ich abkürzen können. Genau, es gibt Abkürzungen. Und du kannst mit dem rechten Trigger rein und dem linken Trigger rein so Drifts machen in den Kurven. Au. Und wie du siehst, es ist erstmal recht fummelig. Die Steuerung ist sehr direkt und sehr genau. Ja. Und ich brauchte auch auf jeden Fall relativ lange, bis ich überhaupt erstmal so einen Kurs ohne Crash hinbekommen habe. Das ist also ganz normal, dass man nicht super direkt der allerbeste Skater wird. Genau, neben der Strecke zu sein, wird bestraft und dann wird zurückgesetzt. Okay. Genau, weil die wollen schon, dass du nur innerhalb der Begrenzungen fein so, wie du steuerst. Die Autos gibt es ein bisschen dafür, um deinen Trickscore zu erhöhen. Den sehen wir unten in der Mitte. Es gibt ja auch bei vielen Skate-Spielen so Close Calls, also dass du ne, ganz nah an irgendwelchen gefährlichen Objekten, Wänden, was auch immer. Oh, was war das ein geiles Beispiel? Das, genau, du hast jetzt gerade den Trick mit dem Trigger wahrscheinlich gemacht. Nee. Ach nee, dann warst du einfach nur schnell genug, dass der eh in so, eine, in so einen Drift gegangen ist, denn es kann bei hohen Geschwindigkeiten tatsächlich nicht mehr einfach um jede Kurve gefahren werden, sondern dann muss so ein Skater oder Longboarder, whatever this is, auch mal driften. Mir ist gerade aufgefallen, dass das in Deutschland ist. Also die Animation, die Welt ist wegen diesen Planken an den Seiten. Die gibt es ja nur in Deutschland. Ja. Ich habe die mal recherchiert, weil die haben ja immer so unterschiedliche Farbenkärtchen drin. Ja. Und diese Farbenkärtchen, also wahrscheinlich weiß es jeder, der einen Führerschein hat, oder? Und das ist einfach nur eine dumme Information von mir. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man. Ui, das war ein cooler. Bam. Ja, ey, oh. Uiuiui. Nee, aber tatsächlich, die sind sehr exklusiv, ne? Für genau. Und es gibt zum Beispiel dieses, ich glaube, es war das rote, das grüne Kärtchen, was in der Nähe vom Wald beispielsweise dann bedeutet, dass die ein Reh reinspringen könnte oder so. Ach, guck mal, nee, das wusste ich tatsächlich genau. nicht. Genau. Da und dann gibt es, glaube ich, auch nochmal irgendwie, wo du wirklich anhalten musst oder so, oder so Kram. Ich weiß jetzt auch nicht mal alles aus dem Off, aber. Nee, das wusste ich wirklich nicht. Das ist schon eine geile Info. Ich finde schon auch wild, weil die stehen alle gefühlt 100 Meter, 500 Meter auf der Autobahn. Wie viele davon es in Deutschland existieren? Es müssen ja wirklich mehr als Bürger sein, eigentlich. Weiß ich nicht. Diese Planken. Nee, diese Poller. Poller?
Also so nennen wir das Rheinland. Was ist denn eigentlich der Fachbegriff? Die schwarz-weißen Dinger. Planken heißen die, oder was? Ich weiß nicht, ob die Planken heißen. Welche meinst du jetzt? Meinst du jetzt die... Diese weißen Pinöppel an der Seite oder Pinöppel, ja. Vom Rand, vom Straßenrand. Hier, die... Ist das ein Bug oder... Ich glaube schon. Nils, ganz oh, lieb. Da war wirklich ein Bug. Da war so ein kleiner Clipping-Fehler offensichtlich. Mhm. Ja, sonst hätte Nils natürlich einen Topscore hier gehabt. Das hat ihm jetzt alles kaputt gemacht. Oh, die Krallen. Wie schön das aussah. Ja, das ist cool, ne? Dass er mit den Flosskrallen dann auch noch so eine coole Fahrrinne bildet. Ich würde mich nicht wundern, wenn der sich da... Ja, hallo, ich bin... so eine Blume aus der Wiese pflückt nebenbei beim Longboarden. Könnte er machen, ja. Ich kann noch mal kurz, bis jetzt glaube ich fast am Trackende und jetzt sehen wir gleich den Score. Ich kann schon mal kurz sagen, wir haben jetzt ja den Spiel-Mode an und jetzt kommt so auch gechillte Mucke, aber recht langweilige Mucke. Der Soundtrack von dem Spiel ist der Wahnsinn. Also es zieht dich so richtig rein, dass du in so einen Driving-Tunnel kommst. Hier sehen wir jetzt, es gibt eine Unterscheidung zwischen Score und Time, das wird auch nicht zusammengerechnet und es gibt auch verschiedene Rangsysteme. Das heißt, du kannst dich quasi ein bisschen dafür entscheiden, mache ich viele Tricks und gehe eher auf Score und will dann meinen Rank verbessern und mich mit den Leuten der Welt messen oder gehe ich auf Zeit und ich bin so ein Zeittyp, deswegen habe ich das eben mit Trackmania verglichen. Mhm. Ich habe einfach nur versucht, so schnell wie möglich ohne Crash diesen Kurs runterzukommen, keinen einzigen Drift, einfach nur bam, bam, bam. Das kannst du dir jetzt quasi aussuchen, was deine Karriere in Driftwood werden soll. Also erstmal ist natürlich das Fehlen der Musik, glaube ich, echt gewichtig. Sehr gewichtig, ja. Wenn du das so ein bisschen entspannt hier rum spielst, und ich bin ja auch im wahren Leben häufiger mal wahnwitzige Strecken runtergescaled. Das gehört einfach dazu, auch auf dem Ohr dann ein bisschen geilen Soundtrack zu haben, irgendwie Milli Vanilli oder irgendwas Geiles. Exakt, das ja. Das ist natürlich hier... Du gehst auch viel in den Club und so, ne? Du bist ein Clubtyp. Ich bin Clubtyp, ja. Cluburlaub mache ich immer. Ich mag, dass das auch wie so eine Vinylplatte anhält, wenn er Barrette. Also, ist richtig geil. Genau, tatsächlich diesen Clipping-Bug, den wir eben bei Nils gesehen haben, ist der erste Bug, den ich aber auch gesehen habe. Das heißt, man kann schon, weil ich habe es irgendwie 2 Stunden gespielt, schon davon ausgehen, das ist recht polished schon, das Game. Was da quasi Early Access technisch noch reingeballert werden soll, sind natürlich einfach weitere von den Strecken. Mhm. Das kannst du ja beliebig immer weiter mit Content quasi füllen. Aber basically ist es das aber auch schon. Und das für mich auch grafikstilmäßig und überhaupt so, es geht nach unten und es ist filigrane Steuerung, erinnert mich an das auch an so Spiele wie Lonely Mountain Downhill oder so. Mhm. Das ist so ein kleines BMX-Ding, was auch tatsächlich recht viele gespielt haben, wurde bei Game 2 gefeatured und. Das schlägt für mich so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Und es ist nämlich auch gar nicht so einfach, wie man sieht. Gerade wenn man diese Drifts mit den Triggern macht, die Nils da ausprobiert, dann geht es relativ schnell, dass er eben ganz anhält oder so eine komplette Drehung versucht. Deswegen habe ich es auch noch nicht so wirklich erfolgreich geschafft, einen richtig hohen Score zu machen, weil ich dann doch immer gecrashed bin und diese Crashes, die ziehen dir aber auch wieder Punkte ab, wie wir da unten gerade gesehen haben, aber minus 1000. Ist Bill mal den Tee, was war dein Höchstpunkt, als du dich da reingetestet hast? Das ist natürlich auch sehr streckend. Wow, aber hey. Offroad. Puh. Wow! Aber richtig. Weit. Aber richtig gepunktet. Mhm. Das hat ordentlich Punkte gegeben. Genau, Sprünge kann man auch machen. Nicht nur alle Abkürzungen, die sichtbar sind, sind Abkürzungen, sondern auch wenn du die Strecke schon gut kennst und weißt, ey, von den Felsen da oben, da kann ich doch auch den direkt runterjumpen. Weil man hat so ein kleines Zeitfenster, wo man außerhalb der Strecke sein darf. Und das wird dann auch ordentlich hochpreisig punktet. Zu deiner Frage, auf der Strecke hatte ich irgendwas, ich glaube, 26.000 oder so. Okay. Aber auch nach so 3 Tries oder so. Und da bin ich dann auch höher. Guck mal, wir sind jetzt auch schon bei 14.000 bei. Das Ding ist, wenn man es schafft, auch viel dieses Bremsen zu machen, lieber mal ein bisschen Piano, dann crasht man eben nicht wie hier. Ja. Und die Crashes, da ist nicht das Schlimme, dass hier 1.000 Punkte abgezogen werden, sondern dass natürlich, wenn du gerade eine heftige Combo am Start bist, hast, die wird dann komplett gezockt und gar nicht drauf gerechnet. Ist auch cool, dass diese, da waren jetzt gerade auch wieder zu Bremsspuren. Ich bin aus dem Ausgang. Nee, jetzt hast du komplett neu gestartet, die Strecke. Das geht mit X gedrückt halten. Das ist ja wild. Achso, falls man komplett resetten will. Yeah. Und ich muss sagen, als ich dann irgendwann den Anspruch habe, ich will da crashlos runter wegen der besten Zeit, habe ich natürlich sofort bei dem Crash Instant Reset gemacht, auch wenn es kurz vorm Ziel war. Mm. Das ist cool. Die andere Frage, die ich jetzt noch hätte, ist also wegen Motion Sickness. Ja. Gibt's da, hat das Spiel eine Einstellung? Können wir das nachher mal checken? Das können wir gleich mal gucken, aber was würde dir da helfen? Ich habe es gerade auch im Chat gesehen, genau, einfach, dass das ein bisschen wild auch ruckelt, nicht? Also für Personen, die... Oh, ich geiler Typ. Ja, es ist ein sehr schnelles Game, also gerade wenn man jetzt nicht auf Tricks geht, sondern wirklich hier mal, da unten ist ja eine kmh-Anzeige und wenn man wirklich 100 kmh drauf hat, dann sind diese Reaktionszeiten, die man da an den Tag legen muss bei einem Auto, das um die Ecke kommt und so, schon ganz schön sportlich. Also darauf muss man eh Bock haben und sich eh einstellen.
Und ich würde sagen, die Leute, die diese Spiele generell gerne spielen, die haben schon mal eher weniger Motion Sickness, weil sonst könnten sie gar nicht sich so in dieses Genre verliebt haben. Aber alle anderen, die gerne mal reingucken wollen, da kann ich zumindest sagen, und das finde ich sehr, sehr cool für ein Spiel, das ist jetzt ja recht schnell. Und das werden wir jetzt auch gleich in unserer Zeit noch einmal ausprobieren. Es gibt einen Slow-Modus, dass quasi die gesamte Spielgeschwindigkeit das einfach sowas cool. wie halbiert wird. Ja, so ein bisschen wie bei Mario Kart am Anfang, wo du die allgemeine Geschwindigkeit, und das würde dann schon dabei helfen, irgendwie, dass zumindest auch Personen, die schnelle Motion Sickness haben, dann Kompromiss finden. Genau, bei Motion Sickness, glaube ich, hilft es ja nicht, weil bei Motion Sickness wird ja viel von Desorientierung ausgelöst, deswegen ist ein Fadenkreuz immer super, aber da gibt es tatsächlich super für Windows super Drittanbieter-Programme, mit denen man sich über jedes Spiel ein Fadenkreuz setzen kann. Das kann ich für die Leute nur sehr empfehlen. Aber dieser Slow-Modus ist insofern cool, weil wenn man das Game sieht, würde ich auch sagen, hey, das könnten doch auch Leute spielen, theoretisch, die nicht so viel Videospiele spielen. Ja, ja, aber nicht bei der Geschwindigkeit, da muss ich schon ein bisschen Erfahrung mitbringen. Und dieser Slow-Modus ist dann erstmal für die Leute besser geeignet und man will vielleicht aber auch gar nicht immer auf Stresskurs abends da unterwegs sein und sagt, ey, ich finde aber diese Musik, die dabei ist und einfach nur gechilltes Runterfahren, das hat mich abgeholt. Genau. Dann stellst du den Mode ein, kannst natürlich nicht mehr auf den Leaderboards competen, aber du hast so eine ganz chillige Erfahrung und dann ist mir direkt aufgefallen, als ich den eine Strecke mal probiert habe, ja, du crasht im Prinzip dann auch schon direkt nicht mehr, weil dann hast du genug Zeit zu sehen, ey, fuck, die Kurve ist crazy, ich bremse mal, oder du erreichst erst gar nicht die Geschwindigkeit, dass du überhaupt bremsen müsstest, weil hier hätte mir jetzt zum Beispiel bremsen müssen. Dankeschön. Hier jetzt bremsen. Ja, nee, du hast ja nicht mehr das Momentum von vorher, deswegen optimal. Ich bin übrigens dafür, dass wir diese Pinöppel, diese weißen Pinöppel einfach Bande nennen. Bande? Ja, Bande. Das passt doch hier. Ich, absolut. Leitplanke, oder? Nee, Leitplanke, Begrenzungsfall. Bewegung, genau. Das Sterben kann uns nur ein Begrenzungsfall. Dingelingelingelingeling. Kennt ihr das nicht mehr? Leider nicht. Oh Gott, seid ihr lame. Wir sind Millennials. Moin Hart wie ein Roller. Ich weiß gar nicht. Oh, doch. Moin Hart wie ein Schubber. Das kenne ich natürlich, aber da. Moin Hart geht es. Up here. Kennt ihr das? Doch, das Lied kenne ich, aber Werner halt. Dingelingelingeling. Chat kennst das recht. Aber was war denn das mit dem Begrenzungsfall? Sterben kann uns nur ein bisschen. Roggern easy über Berge und Tal. Sterben kann uns nur ein Begrenzungsfall. Okay, du bist aber sehr textlich. Ein Hort wie ein Rogge. Ja, geil. Finde ich gut. Ja, sehr gut performt. Vielen Dank, ich möchte mich auch selber gut finden. Ey, kannst du das jetzt mal fahren? Ich hab, um ehrlich zu sein, bin ich abgeturnt. Fahr du das mal? Warte mal, das hilft mir nicht, weil ja, sonst. Das geht schon so. Oder so? Ja, okay, das. Weil ich glaube, die Leute wollen auch mal jemanden sehen, der irgendwie gut ist. Oder? Weil ich bin in solchen Spielen traditionell nicht gut. Ja, dann hätten wir vorhin auch tauschen sollen. Definitiv wäre das auch bei dir besser aufgehoben gewesen. Ja, vielleicht ist das Format viel besser ohne Gäste und ich spiele einfach immer alles mega gut, weil ich mich mega vorbereitet habe. Das ist gerade deine Stärke. Du, also wir alle wissen, dass das dein Ding ist. Ja, genau. Du machst das Format ja schon auch. Schau mal da. Du lädst dir Leute ein, um deinen Wein zu trinken. Ja. Ja, wobei ich versuche schon immer eher den Anspruch so, was wollen die denn vielleicht auch spielen? Und gar nicht, wir haben jetzt ja auch spontan, das können wir den Zuschauern ja vielleicht mal transparent machen, scheiße. Oh Gott, das ist so schlecht. Dass wir das Spiel jetzt auch in der Werbung noch kurz gewechselt haben, weil wir hätten eins gehabt, was du aber schon gespielt hast. Und der Gag ist ja ein bisschen, dass ihr Spiele zum ersten Mal ersteindruckmäßig hier anspielt. Und zwar heißt das Spiel, weißt du den Namen noch nicht? Forever Skies. Genau, das habt ihr auch in der Matz gerade gesehen, wenn ihr keine Live-Zuschauer wart. Und ihr Live-Zuschauer, schaltet bitte Mittwoch noch mal ein. Genau, Forever Skies kann man, um mal schamlos Werbung zu machen, auf meinem YouTube-Kanal auch sehen. Ach toll. Sehr, Nils Omhoff heiße ich. Das ist Nils-Spiel, das habe ich als Nils-Spiel nämlich mitgebracht. Das macht echt Bock. Ich glaube, das ist sogar von den Subnautica-Machern, ich bin mir nicht ganz sicher. Es wirkt aber übelst wie Subnautica. Und es ist so eine Mischung aus Subnautica, vielleicht ein bisschen Raft noch mit drin, weil du halt im Gegensatz zu Subnautica nicht einfach nur Unterwasser-Base baust, sondern du hast halt auch so baust du ein Luftschiff und kannst das dann eher so wie bei Raft oder so selber ausbauen oder wie bei Subnautica deine Base, nur dass du diesmal mit der Base rumfährst, sagen wir es mal so. Und das ist, glaube ich, echt cool. Das ist nicht ganz so schön wie Subnautica, weil Subnautica unter Wasser einfach so wunderschön ist. Das stimmt, aber die Grafik ist trotzdem saugut von diesem Spiel. Es hat sehr beeindruckende Lichtstimmung, weil ich glaube, es ist ja so dystopisch, die Erde wurde lang verlassen und du kommst als Astronaut auf die leere Erde zurück und versuchst sie zu bevölkern quasi. Alter, das war gut, aber du hast deine Kombo verloren. Ich hab ich mach gerade auf Speed. Selbst das mache ich schlecht, aber ich will mal eine Strecke zu Ende fahren und ein bisschen schnell sein. Aber bei den Spielen musst du in einem Tunnel sein
und darfst auf keinen Fall auch nur ein gesprochenes Wort aus deinem Munde oder bewegen. Oder so im Brain-Lag-Modus reden. Also, dass man wirklich so einfach komplett ohne Mühe irgendwas für sich her sammelt. Genau. Das ist hier halt jetzt gerade beides bei mir. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. So im Halb-Off irgendwie. Übrigens, meine absolute Lieblingstageszeit ist Dämmerung. Gerade war Dämmerung. Ach. Sieht so schön aus in dem Spiel. In jedem Spiel sieht Dämmerung einfach total. Ja, also man kann, wenn man hier spielt, gar nicht so richtig die stimmungsvolle Grafik genießen, weil das echt so der Himmel ist, wie gemalt mit der Lichtstimmung. Ja. Wenn jetzt die Schatten der Bäume länger werden und so. Das ist wirklich schön. Und ich glaube, wie gesagt, wenn du die Musik dann, und jetzt greife ich dem Fazit mal ein bisschen vorweg, weil es ja, glaube ich, zum Zusehen dann irgendwie auch ein bisschen eintönig ist. Kann sein, ja. Also das ist, ich finde es sehr, sehr schön, wirklich. Und wie gesagt, ich glaube, mit der Musik zusammen kann das so ein richtig geiles, entspannendes Cruisen sein, wenn man es gut beherrscht. Ich finde, ich bin überhaupt kein Rennspiel. Mensch. Also ich bin einfach auch nicht talentiert. Ich kann auch so Trackmania und so, ich bin einfach nicht gut drin. Und Walle ist schon wieder richtig triggert. Ich rede jetzt extra, damit er spielen kann. Danke. Aber ich glaube, wenn man das gut kann, dann kann das auch total befriedigend sein, einfach so in diesem Ambiente da so runter zu rasen und vielleicht ein paar Tricks machen. Ich finde es ein bisschen so, jetzt das Bremsen und so fühlt sich noch nicht so richtig, für mich nicht so richtig. Guter Punkt, ja. Also, das, wenn man noch ein bisschen cooler um die Kurven sliden könnte oder so. Für mich als Arcade-Rennspieler wäre das dann noch ein bisschen schöner. So habe ich eher das Gefühl, man bremst, vielleicht kriegt es auch einfach noch nicht hin und entweder man kommt nicht so richtig flüssig um die Kurve. Ne? Also wäre noch cooler, wenn man so richtig so. Ja. Wir können ja diesen Slow-Modus nochmal ausprobieren. Den zeige ich währenddessen du schon mal ein bisschen dein Fazit gibst. Genau. Ich mag richtig gern, wie es aussieht. Jetzt auch so. Hier slow. Ja. Nice, jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Ich mag es richtig gern, also allgemein so diese Stimmung, die da geschaffen wird, auch diese Blätter, die einem dann so hinterherfliegen und so, da sind kleine Details drin, dann die Krallen von diesem Wesen. Ich mag so kleine Sachen richtig, richtig gern, weil die dann irgendwie noch mehr auch wenn es gerade auch so kleine Creator sind oder so Spiele, die noch nicht so bekannt sind, gibt es dann ganz noch irgendwie einen anderen Charme. Und ich mag die Stimmung und die Musik, wie du schon meintest, mag ich auch richtig gern. Das macht richtig viel aus. Jetzt habe ich vorhin gar nicht darauf geachtet, wie die Musik bei dem anderen Spiel war. Aber ich weiß noch, dass ich eher da jetzt zum Beispiel Musik im Hintergrund angemacht hätte. Also hier fand ich es jetzt besser. Vielleicht liegt es aber auch an der Lautstärke gerade. Vielleicht ist es ein bisschen lauter. Ja, wir haben es hier ein bisschen leise, genau. Ja, das kann auch sein. Theoretisch. Ich weiß aber auch nicht ganz genau, ob mir solche Spiele taugen, theoretisch. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich da in so einen kompetitiven Modus reinkommen würde wie du, dass ich das immer wieder neu resette, nur weil ich jetzt eine Combo nicht hingekriegt habe. Aber so, ich kann mir schon vorstellen, dass immer wieder auch mal so zwischendurch, zwischen zwei Spielen, wo man irgendwie mal kurz ein bisschen Ablenkung braucht oder so. Genau, und ich glaube, das ist für die meisten nichts für lang. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz wirklich hervorheben, wie gut ich diesen Nicht-Streamer-Mode-Soundtrack fand mit den lizenzierten Lieder, weil da haben sie wohl offensichtlich echt sich Mühe gegeben, gute Tracks, passende Tracks auszusuchen und auch ordentlich Geld auszugeben, dafür, dass sie cool sind. Deswegen, damit kommt man wirklich auch in diesen von mir beschriebenen Tunnel. Für mich ist es natürlich, das haben sich die Leute vielleicht schon ein bisschen gedacht, ein ganz klarer Daumen nach oben, weil es holt mich genauso ab wie Trackmania. Wir haben gerade gesehen, ich habe die Zeit gefahren, als ich die Strecke eben beendet habe und Platz 444 auf der Weltrangliste belegt. Und für mich geht es in solchen Spielen dann natürlich darum, ich will den Weltrekord, ich will Platz 1 sein. Und so lange kann ich dann so eine Strecke über Tage und Wochen grinden, bis ich sie irgendwann quasi perfekt in meine Muscle Memory einprogrammiert habe. Das ist für mich der ultimative Spaß daran. Für die Leute, die aber das gar nicht so geil finden, sondern eher so Tony Hawk-Leute sind, die kommen halt hier mit diesem Trick-Modus dann auch noch auf ihre Kosten. Das ist tatsächlich nicht so meins. Ich habe an diesem Driften, da bin ich auch ganz bei Nils, was du gerade gesagt hast, da finde ich noch, das ist so, das könnt ihr jetzt natürlich schlecht sehen, aber das ist so, es fühlt sich nicht ganz so geil an. Das ist relativ schwierig. Man ist relativ schnell, das sehen wir jetzt in dem Slow-Modus nicht so krass, aber es passiert relativ schnell, dass man so direkt zum Stoppen kommt. Das ist sehr, sehr filigran und fühlt sich eben nicht so smooth wie bei Genrevertretern. Ich finde zum Beispiel, wenn man da sowas wie, also ruhig auch wie bei Mario Kart oder so, die Driftmechanik bei Mario Kart ist ja mega geil. Ja, stimmt. Und wenn man dann irgendwann bei Mario Kart so richtig an der Kante entlang perfekt driftet, so, das macht ja mega Bock. Und dann so, kannst du ja mega lange auch im Drift bleiben und so. Ja, ja. Und so, da macht mir das auch
Bock, ne? Also so Rennspiele, so arcadig wie Mario Kart, das ist einfach super. Ja. Und wenn das noch ein bisschen mehr in diese Richtung ginge, also ein bisschen leichter für Deppen wie mich, dann würde ich das noch viel geiler finden. So habe ich immer das Gefühl, ich komme nicht so richtig in die Kontrolle rein. Ja. Ich habe immer das Gefühl, der macht nicht genau das, ich krieg's nicht hin, das zu machen, was ich machen will. Verstehe ich, so. Und dann frustriert mich das. Glaubst du, es wird dir schon helfen, größere, längere, breitere Kurven zu haben? Also noch längere? Nee, weil ich das Driftsystem nicht so spüre. Oh, also ja. Es mag sein, dass es Leute gibt, die das dann, wo man zuguckt und denkt so, wow, wie krass. Aber wie gesagt, wenn es ein bisschen mehr so wie Mario Kart wäre, dann würde ich es feiern. Toll. Wollt ihr noch mal sagen, wie das Spiel von vorhin hieß, was so Subnautica-mäßig war? Forever Skies. Genau, Forever Skies ist wirklich, wäre jetzt auch von mir die Top-Empfehlung der Early Access-Spiele im Juni. Das ist, also was ja auch wirklich an Aufwand und Polishing schon drinsteckt. Wie gesagt, die Grafik, Lichtstimmung schön, Nils hat es ja gerade zusammengefasst. Wirklich ein tolles Spiel. Das haben wir uns jetzt heute hier zwar nicht angeguckt, aber trotzdem kann man die Empfehlung immer rausgeben. Ich kann hier jetzt auf jeden Fall nur den Daumen nach oben geben. Was hattet ihr einen Daumen gegeben? Ich hatte einen Daumen hochgegeben. Also, ich finde schon ganz entspannt. Ich gebe jetzt mal den mittleren Daumen einfach, weil ich das durch mich selber filter und ich einfach kein Rennspielfan bin und ich halt eben finde, dass das Tricksystem relativ reduziert ist. Also, es ist eben nicht Tony Hawk. Genau, du kannst nicht springen. Dass du halt super viel Tricks machen kannst. Du kannst nicht springen, du kannst nicht irgendwelche Loopings machen und dann irgendwie zack. So dass die Steuerungsvielfalt ist für mich schon sehr begrenzt und wenn ich dann zusätzlich auch noch kein Fan unbedingt so von Rennen und so bin. Und dieses Driften halt finde ich jetzt auch nicht so krass. Deswegen gibt es so einen mittleren Daumen. Ich finde, wie gesagt, vieles liebevoll. So die Visualisierung ist super, die Stimmung, die das transportiert, ist super. Aber so vom Gameplay, vom Spaßfaktor ist es für mich eher so das. Okay. Damit hat das aber eigentlich ganz gute Wertung von uns hier zumindest bekommen. Ihr habt gerade gesehen, der Vote wurde eingeblendet. Ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, auch eure Gefühle in Daumen zu pressen. Und währenddessen kann ich im Prinzip nur noch sagen, wir haben jetzt ja gerade den Slow-Modus gesehen. Mhm. Der kam jetzt vielleicht den einigen da draußen gar nicht so slow vor. Das liegt natürlich daran, weil ich so mega schnell bin. Aber was man tatsächlich vielleicht gesehen haben könnte, ist, das ist dann auf so 60 bis 70 km/h reduziert und eben ohne diesen Slow-Modus kommst du wirklich auf über 100 teilweise. Mhm. Und ich musste ich habe es ein paar Mal gemacht, aber du musst in den Kurven dann auch plötzlich nämlich nicht mehr bremsen. Also das ist im Prinzip eigentlich fast nur Steuern. Mhm. Klar ist das dann nichts für die Speed-Leute, das heißt, da würde man dann wahrscheinlich mehr Tricks machen. Aber was sich tatsächlich nicht vereinfacht, ist das, was du auch kritisiert hast, die Trickmechanik bleibt quasi die gleiche und die ist fummelig. Das Einzige, was ich dir noch dazu sagen kann, ist, natürlich ging es mir am Anfang absolut genauso. Und nach einer Stunde spielen ist mir dann aber, irgendwann hat man es dann plötzlich so raus. Und es erschließt sich einem irgendwie einfach, weil man es so oft gemacht hat oder so viel Fehler gemacht hat. Wenn natürlich vorher schon der Frust packt und dich dann wieder verliert und du erst gar nicht dahin kommst, dann ist es schade. Aber dann spricht das natürlich auch einfach dafür, dass es wahrscheinlich einfach, wie du auch selber ja sagst, nicht das eigene Genre ist, was man so präferiert. Aber ich war ziemlich impressed. Lass uns doch mal kurz tauschen, weil während der Vote noch läuft, kann ich euch schon mal nämlich die anderen Infos geben, die hier immer noch verteilt werden. Und zwar, wie viel das Ganze kostet, ist bei sowas natürlich auch immer eine super relevante Geschichte. Denn da würde ich jetzt einfach, ich habe es selber tatsächlich vergessen an der Stelle und das ist jetzt kein Titel, wo ich viel mehr als 10 Euro ausgeben würde für. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, ob das da mithalten kann. Ich tippe auf 6. Es kostet 12 Euro. Gut, das, ich meinte das auch so plus minus, also ein bisschen um die 10, aber ich meinte damit vor allem, wenn es jetzt 20 Euro kosten würde, würde ich sagen, puh, das ist einfach eher kein 20-Euro-Game. Und zwar nicht, weil ich Leuten nichts gönnen will, hier sehen wir es nochmal, 20 Euro, sondern einfach, weil du hast ja ein Verhältnis, was zahlst du sonst für andere Umfänge und so. Und das ist halt basically das, was wir gerade gesehen haben. Für das Format perfekt, weil in 20 Minuten kannst du das gesamte Spiel zeigen. Jetzt wollen wir aber nochmal ganz kurz wissen, was sie denn vorhaben, sie wollen. Wie lange im Early Access bleiben? At least half a year. Ich meine natürlich Early Access. Half a year to full release. Okay. Das ist at least, ja gut, das wird bestimmt mehr, weil wobei du ja auch gesagt hast, dass sie sehr weit sind in der Entwicklung. Also das stimmt, es wirkte polished, aber eben die paar Bugs noch raus. Also ich glaube, es gibt 4 Strecken oder 5. Die habe ich gerade gezeigt, es gibt so eine World Map, da fährt man mit so einem Autochen rum und kann quasi weitere Strecken finden. Ist aber jetzt auch nicht herausfordernd oder der Rede wert, das zu zeigen. Und da habe ich, glaube ich, 4 oder 5 gefunden. Ja. Für mich bräuchte es da schon 10 oder 50. Deswegen, Leute hier, Entwickler, Shoutout geht nur raus, wenn ihr da noch ordentlich Content reinballert.
Und dann interessiert uns immer noch eine andere Frage, und zwar... Nee, ich habe alles geklärt, oder? Ach nee, Roadmap, genau, was wollen sie machen? Wie soll sich das von der Vollversion unterscheiden? The full version of Driftwood will feature more levels, additional gear and cosmetics. The gameplay and features will remain mostly the same. Das ist ja traurig, denn... Gameplay und Features. Nee, das ist sehr gut. Denn Levels will ich haben. Mhm. Gear und Cosmetics brauche ich jetzt nicht. Du kannst halt dein Faultier so upgraden, dass es irgendwie einklemmt. Was interessiert mich echt immer komplett scheiß. Ich habe dem jetzt so eine Mütze angezogen und das war echt nicht so mega aufregend. Wenn er so ein Cape hätte, was sich der Geschwindigkeit anpasst. Das wäre cool. Also wenn es schaut und wenn du mega in der Schussfahrt bist, dann flackert das so in der Waagerechten so ein bisschen. Mhm, so ein bisschen Physikspielerei ist auch immer cool. Gibt dir auch nochmal einen zusätzlichen Indikator, wie schnell bin ich wirklich und so. Gute Idee. Ich hoffe, das Entwicklerteam wird hier drauf aufmerksam und kann sich diese Tipps abholen. Leute, jetzt will ich aber natürlich wissen, jetzt habt ihr hier alle Infos zu Roadmaps und das, was wir uns immer anschauen, aber wie sieht's denn bei euch aus? Was ist eure Daumenbewertung? Ja, fahren wir den Vote mal Flux von unten rein und guck mal, das ist das erste Spiel tatsächlich, wo die Leute sagen, da gebe ich einen Daumen hoch und zwar der absolute Großteil von euch tut das mit 44%. Fantastische Sache, wahrscheinlich, weil ihr auch sagt, ey, 12 Euro für so einen kurzweiligen Spaß kann man sich ruhig mal geben, aber das bleibt wie immer Interpretation, was ihr sagen würdet. Und dann geben immer noch mehr einen Daumen in die Mitte als einen Daumen runter. Das heißt, dieses Spiel hat hier tatsächlich von den drei, die wir schon gesehen haben, im Prinzip abgeräumt, kann man sagen. Vielleicht aber auch einfach, ne, manchmal sind Menschen ja auch simpel gestrickt, vielleicht ist es auch einfach nur, weil du ein Faultier spielst. Ich finde das super, das Faultier. Oh, das ist ein Hammer. Super Charakter. Finde ich so gute Idee. Ja, finde ich. Ich muss auch deswegen, ich finde diesen, wenn man das Faultier irgendwann nicht mehr erkennt, weil es so viel Scatter-Klamotten anhat, ist gar nicht in meinem Sinne. Ich finde das super süß, das Faultier, dass das so durch die Gegend. Ja, der Chat kam auch schon mit der Idee mit Bären und so, die an der Seite reinkommen. Und wenn es dann irgendwie eine kosmetische also wenn du dir dann noch eine Baby-Bärenmaske anziehen kannst und dann Mama-Bär dann aus dem Wald rauskommt und dann dich attackiert oder so. Das wäre dann so. Also, dass du dir so eine zusätzliche Schwierigkeit quasi dadurch baust. Action. Ja, dass du mit deinen Klamotten quasi irgendwelche Events triggerst. Genau. Das ist eine schöne Idee. Ja, so viel erstmal zu Driftwood. Das Spiel, der Name ist Programm, man driftet durch Wälder. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, wir haben 19:30, wir sind perfekt in der Zeit, liebe Leute. Denn um 19.50 Uhr geht es ja hier an dieser Stelle weiter mit einer kurzen Pre-Show und dann um 20 Uhr mit Bingo Battle Cyberpunk. Das heißt, wir haben noch 20 Minuten genau für den letzten Titel. Und den wird die liebe Jen jetzt spielen. Und zwar möchte ich an dieser Stelle jetzt schon mal eine kleine Epilepsie-Warnung rausgeben. Wer von euch oh Gott. Probleme damit hat, der sollte vielleicht jetzt die 20 Minuten kurz was anderes machen. Alle anderen können sich quasi farbentechnisch schon mal auf Cyberpunk einstellen. Denn wir zocken ein buntes Game namens Lava Lamp und der Entwickler selber bezeichnet es als in erster Linie Sounderfahrung. Deswegen bitte ich auch die Regie, hier unseren Ton vielleicht noch einen Ticken hochzudrehen und für die Leute da draußen sowieso. Das ist einfach ein Soundguy, der hat seine ganzen Sachen selber gemacht und dann einfach gedacht, gut, vielleicht brauche ich noch ein interaktives Modul, damit man vielleicht sich meine Sounds irgendwie nicht nur anhört, sondern dabei auch noch farbenfroh unterhalten wird. Und wie das ist, da habe ich mir tatsächlich, um mir auch nicht so viel vorwegzunehmen, nur den Trailer angeguckt, weil da war ich schon sold. Und was ich direkt für euch da draußen sagen kann, das Ding ist kostenlos. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr irgendwie die Trippy-Erfahrung geil findet, sofort danach weitermachen. Aber jetzt springen wir erstmal rein und schauen, wie Chenzo diesen Trip erleben wird. Ich bin sehr gespannt, weil ich für mich ist jetzt ja auch zumindest das Gameplay in live gespielter Version neu. Da hattet ihr eine Lavalampe? Erste Frage natürlich direkt. Ich liebe Lavalampen. Ich hatte nie eine. Und die Lavalampe ist ein bisschen wie eine wie heißt diese Schlaghose? Die ist immer mal wieder voll in Mode. Ja. Dann geht sie gar nicht. Dann hat sie so einen ironischen Trash-Schick und so. Also die ist immer im Wandel, aber sie wird nie aussterben. Sie wird immer da sein. Das glaube ich auch. Ich finde sie von der Technik auch so genial. Also, dass du das mit einer Glühbirne anwärmst und dann irgend so ein fester Flubber wird erst flubberig. Das ist die Art von Introduction, die mir schon reicht. Oder die Schrift? Komplett. Or swipe your trackpad. Ah. You can also click on stuff. Aber alles wird hier schon mit einem Sound immer untermalt. Jeder Schrift-Pop-In hatte seinen eigenen Sound und so. Da sehen wir schon, wo der Fokus liegt. Oh. Es ist sehr trippy, glaube ich. Was? Ist das jetzt ein Escape?
Okay. 7,59? 7,59, okay. Das ist ein baumartiges Ding. Die Uhr geht 29 Minuten falsch. Wow, wow, wow. Okay. Ein Sofa. Valo und ich müssen nebenbei mal ein bisschen Essen bestellen. Stimmt. Weil wir, ja. Ich guck gerade mal, also so Pizza oder worauf hast du Bock? Ja, lass machen. Ich habe mir so, ich habe mir gerade so eine leckere rausgeguckt, aber die war, also die, die sind arschteuer. Ja, ja, die Pizzeria ist super geil, aber auch genau ja, so teuer. Aber pass auf, ich habe hier noch eine Pizzeria. Diese hier, die ist sehr gut bewertet. Das ist noch absurder. Mal hier. Also das geht noch, aber so. Wer ist Kiko? Triple Cheese? Fuck, okay. Die muss, und jetzt denke ich so, auf der einen Seite denke ich, nee, so viel bezahle ich doch nicht für eine Pizza. Und auf der anderen Seite denke ich, okay, die muss richtig gut sein, oh, wenn die so teuer ist. Wie edel muss sie sein, wirklich, ja. Ja. Hm. Aber da bin ich auch nicht bereit für so viel. Nee, lass mal nicht so viel Pizza zahlen. Ich guck mal noch mit, weil ich kenne mich hier in dem Backdoor so viel irgendwie, ja. Aber irgendwie also, auch gar nichts. Nicht. Aber ach, nicht bei den Diensten, den du benutzt. Ja, wir können auch. Was? Wir können auch die pretty Mission. Much, pretty much any time in the game. You can move around the camera with your mouse. Yeah, try it now. Mach ich doch. Gut. Ja, das ist aber ja alles nicht drin. Du kannst kaum mehr unter 15-17 Euro. Ist das so ein Bild, wo man so seitlich irgendwie. Sich yeah. Ja. Ja, nee. Das sieht cool aus. Ich klicke drauf und dann passiert nichts. Und ich so, Leute, wir haben das auch wieder, wir haben es jetzt geregelt. Jetzt können wir uns wieder ganz auf die Songs konzentrieren. Die Songs? Die Sounds. Achso, ja. Ich wollte gerade sagen. Ah, hier ist, war das gerade schon da? Ich bin mir nicht sicher. Boah, ey, das ist echt krass. Oh, jetzt gucke ich quasi aus der Box in den Raum rein. What? Da warst du eben drin, ne? Ja. Yeah. Was passiert mit mir und was? Interact. Nein. Fun fact, by choosing yes, you will move on to the next level. Which means you won't be able to click on the stuff on the room. Ich habe auch alles angeklickt. Ja, dann kannst du sagen, dass du gelangweilt bist. Das ist ja perfekt. Der Entwickler hat richtig mitgedacht. Nein, aber das ist so ein, wenn du Ja drückst, dann kriegst du genau das, was du nicht möchtest, Ding, oder nicht? Ja, vielleicht auch. Vielleicht verarscht dich das Ganze auch nur total. Vielleicht ist es so wie bei Stanley Parable oder so. Weißt ja. Du, das ja, fände ich actually funny. Er oder sie dich da quasi total in die Irre führen möchte. Chat schreibt, ist das der LSD-Simulator? Ich denke, das kommt ihm ziemlich nah. Das müssen die Leute beurteilen, die LSD genommen haben. Mich würde es voll interessieren. Ich kenne immer noch so ein Klischee vom LSD. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Vielleicht stimmt das alles gar nicht. Der Witz ist, ich habe mir auch hier die Steam Reviews durchgelesen und alle vergleichen es aber mit LSD. Hm, offensichtlich wirklich? Scheint das so zu sein. Aber vielleicht ich glaube, das ist ein großes Vorurteil, oder? Wahrscheinlich, ich weiß es ja auch nicht, aber. Die Leute ordnen das wahrscheinlich. Ah, hier, aber Tekun 93 im Chatmark LSD. Sag doch mal kurz, ist es so? Help us out. Ich mag die Schrift, in der das geschrieben ist und. Oh, jetzt geht's erst los. Das war ein Tutorial, Leute. Ey, weißt du, was ich verwirrend finde? Wir müssen mal kurz über die Pizza reden. Ja. Ich finde auch die drei Käse Hochpizza sehr interessant. Ja, bestellen aber, wir eine mit. Die Schrift geht ja nicht just weiter. Saying. Was ist denn schwarzer Pfeffer oder sowas? Pfeffer, aber das ist doch kein Käse. Das sind ja nur zwei Käse erstmal. Schwarzer Käse. Ach, danke, da kann man raufklicken. Schwarzer Pfeffer, Parmigiano Reggiano. Ich weiß gar nicht, was das ist. Parmesan. Oh, 7,59. Und was ist Reggiano? Irgend so ein Port. Whatever. Irgendeine Parmesanart wahrscheinlich. Okay, ich hab's gerafft. Ja, ich will einfach die gleiche Pizza wieder. Ja, dann mache ich das fertig und gib mir das. Und dann kannst du nämlich moderieren. Du bist ja Moderator. Und ich bin Besteller. Ja. Das sollte deine Zack, Funktion. Dann haben wir einfach Spiele zwei. Und dann gehe ich zur Kasse. Fantastisch, ich danke dir. Oh, so. Ich wache im Bett auf. Und muss den Wecker erstmal ausmachen. 7.59 Uhr war es vorhin. Oh, stimmt. Oh, guck mal, es hat eine richtige Zeitmechanik. Mhm. Ja, jetzt will der Chat natürlich auch Pizza. Micha, komm, bestellen eine Pizza. Es ist Freitag, let's go. wir bestellen es mal in die Regie, ne? Ja, finde ich gut. Adresse, Regie. Press Spacebar. Warte mal, war das die Regie gerade, die das erste Geräusch gemacht hat? Ja, ich weiß nicht, das perfekt passt, aber es könnte auch in diesem Game gewesen sein. Oh, jetzt wird's cool. Das ist. Pilze dürfen natürlich nicht fehlen bei so einer Erfahrung. Oh, sweet. Oh, die machen Töne. Ja, und alle auch. Oh, die Kleinen machen kleine Töne. Machen die immer denselben Ton, warte. Nee.
Aber zumindest die Tonhöhen sind dann ähnlich. Andere Töne, das aber. Das ist das letzte Spiel, was man spielen sollte, wenn man auf LSD ist. Also ich glaube, kombinieren sollte man das nicht. Bird sounds are great for breakfasts to grow faster. Okay. Oh. Das schreibe ich mir auf mein Grab. Das ist ein cooles Zitat, ja. Kann man machen. Das hat mich gerade irgendwie kalt erwischt. So. Hier ist wieder dieses. Hast du das schon mal so lange gemacht, bis es gehardpoppt ist? Was eigentlich? Ich geübt beim Klicken, ja. Okay, es passiert immer das Gleiche. Schade. Aber ich mag irgendwie so, dass es so trashig ist. Das gefällt mir richtig gut. Ja, ich mag es auch. Also da sieht man auch, ich glaube, ich habe es auf der Steam-Store-Page schon gesehen, aber das ist halt eine Person. Und sowas kannst du halt mittlerweile echt? Mit den Tools auch relativ zügig basteln, weil er hat ja kaum, ist keine Texturen und so. Die wahre Arbeit daran sind die Sounds. Und wahrscheinlich ist es einfach ein Dude, dem macht das Sound-Engineering-Kram halt einfach Bock. Und dann hatte er da so eine Library an Sounds und dachte, ja, aber was mache ich jetzt mit denen? Ich brauche ein Projekt. Und dann hat er vielleicht das gemacht. Wer weiß, wer weiß. Hä? Was passiert denn da Wildes? Aber guck, alles hat seinen Sound. I love it. Du hast durch einen kruxeligen Baum geguckt. Und das Wort kruxelig habe ich an dieser Stelle erfunden, weil ich nicht wusste, wie ich diesen Baum beschreiben soll. Ist ja wild. Erstmal aufs Frühstücken. Ich gehe ja erst zum Frühstück gerade. Oh. Und ich habe keine Milch mehr. Aber Dennis im Chat schreibt, ich kapiere nichts, aber ich finde es cool. Mir geht's so ähnlich. Irgendwie hat man trotzdem eine gute Zeit. The Space Lemmings from Space? No. Noch ist ja hier richtig aufgeregt. Ja, ich würde auch sagen. Aber, also Entschuldigung, weil ich ja auch gerade Pizza bestellt habe, aber was ist der Sinn des Spiels? Außer so, dass man mal so einen Trip erleben will, ohne dass man was selber konsumieren muss. Ich glaube, ein bisschen. Ich glaube, mehr eine Erfahrung als ein Spiel. Weil es ist wie ein Kunstprojekt. Also wenn wir jetzt in eine Ausstellung gehen und uns eine Installation reinziehen. So. Breakfast Forest, okay. Aber wer weiß, das ist auch ehrlich gesagt nur ein Guess, weil ob das Spiel nicht vielleicht doch irgendwas Metamäßiges erzählt, steht ja noch in den Sternen. Ich kann nicht crouchen. Aber ich kann schnell rennen. Das Ding ist, das habe ich jetzt auch mit reingenommen. Komme ich an die Tür, oder? Weil ich erstens hier immer ein paar mehr Spiele mitbringe, um auch eine Auswahl zu bieten und aber um auch ein kostenloses drin zu haben. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, hey, das ist doch ein Ratgeberformat. Für ein kostenloses Spiel brauche ich keinen Ratgeber, das kann ich mir einfach runterladen. Aber es ist vielleicht auch mal ganz cool, dass man einfach auch auf was hingewiesen wird, was man sonst an einem vorbeigegangen wäre. Und wenn euch diese Sounds verzaubern, dann könnt ihr sie jetzt sofort in eurem Pacing erleben. Dass dieser Keks auch Boredom heißt, so als würde der Entwickler selber sagen, so ich weiß, es ist schon ein bisschen lame. Ja. Aber halt noch ein bisschen durch. Ich stelle dir jetzt Kiko vor. Ja, der liebt den Parallax-Effekt auf jeden Fall, das sieht man hier. Dann kannst du hier Pillen, also da ist jetzt in dieses Spiel aber auch Pillen reinzubringen. Und wie Toast Cop da im Chat auch schreibt, das hat mich auch direkt nämlich daran erinnert, diese Kekse sehen halt aus wie Oreos. Ja, das stimmt. Oh, der ist weg. Hast du ihn gegessen? Nee, ich habe gar nichts gemacht. Die hauen ab, wenn man sie nicht isst, die sind beleidigt dann. Yes, they do. Go back, right click or press Q. Weiß ich nicht. Also soll ich mal ehrlich sein? Ja, klar. Ich finde es massiv anstrengend. Ja. Ich finde es visuell und akustisch anstrengend. Ja. Ich komme hier nicht weiter. Ich würde das nicht lange aushalten, weil was mir hier fehlt, ist auch sowas wie bei Stanley Parable oder so, wo du halt das Gefühl hast, okay, du bist da irgendetwas auf der Spur, irgendwas Metamäßiges ist da noch drüber. Und hier habe ich eher das Gefühl, jemand versucht, irgendeinen Trip, den er hatte, für die Ewigkeit festzuhalten, indem er das in irgendeine Engine packt und einfach nur so, sie versucht eine Erfahrung einem zu vermitteln, zu reproduzieren, was auch immer. Aber mich strengt es eher an. Du, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Das ist das Gegenprogramm zu dem, was wir eben mit dem Pile-Up hatten, dass es eine Abendentspannung ist. Das macht dich ja eher ein bisschen, weiß ich nicht, verwirrt und hibbelig. Deswegen bin ich schon bei dir. Space Lemmings from Space made many attempts to grow breakfasts indoors, but they never saw true success. Naja, aber Menschen sind ja auch unterschiedlich. Ich finde, das hat halt auch ein bisschen was von so einer, ich weiß nicht, wie viele David Lynch-Filme du gesehen hast, aber es gibt welche, die haben eine Story und es gibt welche, die sind reine Interpretationsreisen, die im Prinzip auch mit ähnlichen Sounds arbeiten, mit ähnlich wüsten Aussagen, wie wir da gerade gehört haben, um sich werfen. Und von dir
im Prinzip einfach nur verlangen, akzeptiere meine Kunst und denk dir irgendwas dabei. Und das finden manche Menschen super interessant und manche mega anstrengend. Deswegen ist das, glaube ich, eher so ein Ding, entweder man feiert es richtig oder man findet es richtig scheiße und es gibt wenig dazwischen. Ich bin aber insofern ein bisschen bei dir. Mir fehlt auch so irgendein klarerer Aufhänger. Am Anfang fände ich schon nett, weil bei Stanley Parable weißt du auch am Anfang nicht viel, aber zumindest irgendein Setting ist halt gesetzt. So, du bist da in diesen Büroräumen und der Sprecher sagt dir, okay, Stanley ist hier alleine und er muss hier irgendwie rausfinden und du weißt, du bist das und das ist schon mal mehr Setup, als wir hier jemals bekommen haben. Also mal nur kurz fürs Protokoll auch. Hier ist eine Wand, eine durchsichtige. Das ist, ja genau, da kannst du eben schon nicht vorbei, aber jetzt bist du auf der anderen Seite, ne? Die war viel weiter vorne, also ist mega gut. Aber wenn da halt noch so eine Rätselkomponente so, ne? Also das wäre ja dann schon mal eine Ebene noch so, die ich jetzt noch nicht so ganz erkenne, aber wenn sie dann zumindest irgendwie drin ist, sagt, okay, wie komme ich in die Räume, was muss ich machen oder so, das ist natürlich dann nochmal, werde das ein bisschen auf. Hier ist ganz aber das, wie gesagt, kann ich gerade gar nicht beurteilen. Ja, nee, ich verstehe auch schon, was du meinst. Ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel Anti-Chamber? Das ist, hat auch einen ganz abgefahrenen Stil. Aber das hat zumindest noch so coole Meta-Rätsel, also dass du zum Beispiel in so eine unendliche Treppe gehst und irgendwann findest du heraus, du kannst die Treppe nur irgendwie mal weitergehen, wenn du rückwärts da durchgehst. Und davon gibt es aber halt 100 Ideen in dem Spiel, die in diese Richtung gehen. Und das würde auch total in das Game passen, weil die sehen sich tatsächlich relativ ähnlich an manchen Stellen. Aber gefühlt hat es das jetzt hier noch nicht. Wobei ich weiß auch nicht, wir haben jetzt auch viel gelabert, was mit der unsichtbaren Wand eben abging. Aber ich vermute einfach mal, Chen kann uns auch nicht erklären, warum sie plötzlich auf der anderen Seite war. Doch. Ich bin einfach die Türen entlang gegangen und war dann wieder in dem ersten Raum, wo wir ganz am Anfang waren. Ah, okay. Kann dir auch nochmal zeigen. Weißt du, ich bin jetzt nämlich wieder hier. Oh, okay. Und ich bin vorhin da hinten die Tür hoch und jetzt bin ich hier rein. Deswegen. Okay, ein bisschen Wege gibt es dann doch. Genau, und hier ist dann diese Blockade, genau. Und dann gibt es die Tür und die. Ich bin gerade da rein. Bin ich hier rein? Doch, genau, hier bin ich. Und jetzt bin ich da rein. Jetzt will ich wissen, was hier ist. Weil theoretisch rein, von der Aufteilung der Räume, müsste ich jetzt in den Raum kommen. Okay, schauen wir nicht. Aber das sah übrigens eben cool aus, weil hier verändert sich ja quasi der Grafikeffekt komplett in so einen. Hier kann ich wieder draufklicken und dann sehe ich wieder quasi den Raum von aus. Kannst du dich da jetzt bewegen? Ja, genau. Kannst du da floaten? Also mit WASD jetzt irgendwie so rum? Nee, okay, schade. Einfach nur gucken. Ist einfach auch nur ein Effekt quasi. Ja. Okay, wild. Was ist das für ein Gerät im Bad? Bügeleisentisch. Also weißt du, der ganze Tisch ist das Bügeleisen. Also du musst dein T-Shirt so ganz schnell da so drüber ziehen. So. Check und fertig ist es. Ist automatischer Dampf drin. Ja, okay, dann war ich da drin, dann gehe ich hier wieder zurück. Mal gucken, ob dann. Hier sehe ich jetzt was. Das neu. Oh, echt? Ist das hinzugekommen? So einen Überblick hast du schon? Ich glaube schon. Wild. Also, hier wollte ich ja vorhin die Milch rausholen, dann hat er gesagt. Ja. Sag nochmal. We'll have to get some breakfast in the breakfast. Aber den Breakfast-Bowl hast du noch nicht gefunden. Oder war es das, wo die ganzen Müsli-Packungen so aufbereit waren? Ja, vielleicht müssen wir da nochmal hin. Ich geh da hin. Vielleicht gibt es ja doch irgendwie. Eine Aufgabe habt denn. Vielleicht wird der rote Faden, den wir noch nicht sehen, vielleicht immer fadiger und roter. Ja, Chat schreibt auch, dass es so lo-fiig ist. Ich finde es aber gar nicht so lo-fiig eigentlich, wie es sein könnte. Es ist eher so experimentell. Ja, Lo-Fi chillt ja total. Und wenn es einen schon so ein bisschen wegstresst, dann ist hier ein bisschen, ist das nicht der Scope gewesen. Dafür. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Qual jetzt. Ich fange jetzt einfach mal an, das künstlerisch zu interpretieren. Wir sehen jetzt hier eine unendliche Anzahl von diesen Cereal-Packungen, von diesen Cornflakes, Müslis, was auch immer. Aber es fehlt halt die Milch. Und das ist so, Alanis Morissette hat gesagt, it's like 10.000 Spoons, when all you need is a knife. Die große Künstlerin, Poetin, nice. Lyrikerin. Alanis Morissette. Und so ist es hier auch. It's like 10.000 Packungen of the space lemming Müsli, but all you need is milk. Okay. Und wir haben keine Milch. Wo ist die Milch? Ich weiß nicht. Und durch die Tür, da kannst du nicht gehen. Da ist auch ein Badezimmer. Und da ist auch keine Milch in der Badewanne oder so. Wir können gerne. Das war die Nummer. Nee, das ist ein anderer. Es gab zwei Badezimmer, die identisch aussehen. Ja, also ich. Um nochmal kurz die Story zusammenzufassen, wo wir gerade stehen. Also, was ich bisher verstanden habe, ist, die Space Lemmings from Space, die haben mal versucht, Frühstück indoor zu growen. Und die frühstücken wohl sehr gerne, ist vielleicht ein Frühstücksplanet. Und
dafür braucht man halt in deren Universum Milch. Und das ist alles, was wir bisher jetzt wissen. Mhm. Wollen wir, also haben wir genug gesehen, theoretisch? Mich würde voll interessieren, ob das in dem Text drin steht, auf deren Seite. Du meinst, dass er es verrät. Mein Kunstwerk will das. Das können wir gerne gleich noch ausführlich nachlesen. Okay, an euch da draußen sei schon mal der Hinweis rausgegeben, dass ihr jetzt wieder anfangen könnt zu voten. Und wir ziehen ja einmal unten die Grafik rein, damit ihr auch seht, was für Befehle ihr eingibt. Dann haben wir wieder unser übliches Bewertungsschema. Daumen hoch, Daumen in die Mitte oder Daumen runter. Und wenn du jetzt nämlich auch schon langsam das Schnäuzchen gestrichen voll hast, können wir auch gerne auf die Steam-Page schon schauen. Weil wir haben auch ein bisschen unter 20 Minuten tatsächlich jetzt, weil wir hatten für das Ganze inklusive der Nachbesprechung jetzt beim letzten Game nur 20 Minuten. Und das passt, glaube ich, zu diesem Spiel ganz gut, weil so richtig tief sind wir ja alle nicht drin. Wobei ich die Blumenköhle, die finde ich super. Die Brokkoli ist das. Also das ist, glaube ich, eher so ein, so ein Kifferding, ne? Also Brokkoli ist, steht in der Welt für Kiffiges. Ja, aber auch erst seit die Politikerin von der CDU das so geframed hat. Die hat auch gesagt, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, aber Marlene Mortler, die hat gesagt, ja, Marihuana ist ja auch kein Brokkoli, ne? Zum Abschluss nochmal. Das ist ein Zitat von ihr. Ja. Und das stimmt ja auch. Also hat sie ja auch im Fakt einfach ausgesprochen. Hat sie gut, also mathematisch betrachtet. Hat sie gut Brokkoli erkannt. Ungleich. Ja. Marihuana, ja. Völlig richtig, ja. Korrekt. Dann würde ich sagen, genau, dann mal rein. Alt F4 hier mal raus. Und wir gucken nämlich hier direkt mal schön auf die Steam-Page von. Das hätten wir auch noch spielen können. Lava-Lamp. Werdet ihr in der Matz, habt ihr was darüber erfahren? Das ist vielleicht auch wieder Nils Spiel. Ja, also jetzt visuell ist das direkt so eine ganz beruhigende Klarheit in den Strukturen, die mich sofort anspricht. Das ist Pixel an Pixel. So, hier schauen wir nochmal. Ich lese tatsächlich mal den ganzen Beschreibungstext, während ihr votet. Mhm. 3D First Person Walking Simulator with a Site of Exploration Interaction with the Environment. The game tells the story of the space lemmings from space who, after running many experiments with breakfast alphabet and the space-time continuum, got blocked between dimensions or thumbsing. Ja, also das ist wohl alles, was er uns darüber verraten will, was die Prämisse oder der Aufhänger zumindest des Ganzen ist. Jetzt wollen wir aber natürlich noch wissen, was sind die Pläne dieses Menschen? Und zwar will er das. Ach, guck mal, wenn die Leute richtig hyped sind, dann würde er sich nochmal dran setzen und ein bisschen was am Spiel machen. Für die Community. Für die Community, aber eigentlich kann man das ja eh schon gerade spielen, man kann ja ein bisschen was spielen, das muss ja passen quasi. Das sagt er im Endeffekt. Dann hat er aber relativ viel, viel mehr als die anderen, interessanterweise darüber hier zusammengefasst, wie sich denn die Vollversion dann unterscheiden soll. Und da versuche ich mal kurz einen Überflug zu starten. First Person Game, the tutorial should be. Ja gut, the tutorial wäre nicht schlecht, wenn es da eins gäbe. UI seems to be hard to understand for many users. Ja, die waren ja alle so krickelkrackel geschrieben. Aber da, von dem Style sollte er auch nicht weg. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier eher Gags sind oder tatsächliche Pläne. Some sounds are stopping without a fade out. Okay, viele Bugs natürlich. Music könnte da noch mehr rein. Safe Game System is working, but could be improved. Okay, es ist wohl sehr aus der schnellen Pistole geschossen, schließe ich daraus. Okay. More interactive environments. Pipapo, den Rest können wir euch ja auch selber noch anschauen, denn die gute Nummer ist ja kostenlos. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Hatten wir unsere Daumen alle schon vergeben? Nö, aber das ist ja klar. Dann machen wir das ganz schnell. Du sagst Daumen runter. Ja. Pop. Du sagst Daumen in die Mitte. Und nee, warte, ich hab runter gesagt. Meine ich ja runter und ich gebe in die Mitte, weil ich will nicht ganz so fies sein. Ja. Finde ich gut. Aber ich finde sowas auch witzig. Ich ziehe mir das, gerade wenn es kostenlos ist, 10 Minütchen ist ja auch eine nette Erfahrung. 10 Minuten, die ich sonst vielleicht nur Twitter durchgescrollt hätte. Und das ist immer eine schlechtere Erfahrung. Und manchmal ist das ja auch ganz geil, sich ein bisschen zu quälen, damit der Normalzustand sich deutlich besser anfühlt. Genau. Das ist eh so ein Tipp von mir, wenn euch das Leben ein bisschen ärgert, dann macht irgendwas, was richtig scheiße ist, dann fühlt sich die Normalität wieder deutlich besser an. Super Tipp. Und so ist es, glaube ich, mit diesem Spiel auch. Exakt. Und jetzt gucken wir noch, was ihr gesagt habt. Daumen runter überwiegt hier auch mit der krassen Mehrheit von fast 60%. Wen überrascht das? Aber überraschend ist dann doch, dass wirklich 16% noch gesagt haben, geile Scheiße. Mhm. Zieh ich mir rein. Das zieh ich mir rein. Und anstatt vielleicht irgendwas anderes. Ist vielleicht auch gut. Aber das in VR, das wäre, glaube ich, ein abendfüllendes Ereignis. Aber dann kann man das auf die Drogen laut verzichten. Sagen. Ja. Vielleicht haben wir hier auch gerade was im Sinne der Drogenprävention geleistet, dass man jetzt vielleicht einige Leute draußen feststellt, oh, ich war hier die ganze Zeit auf dem falschen Pfad. Ich guck mir einfach Lava Lamp mal an und spiele es durch und dann
brauche ich keinen anderen Stuff mehr. Leute, vielen Dank, dass ihr meine Gäste waren, Chen und Nils. Vielen Dank. Ihr habt das ganz fabelhaft gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und konntet vielleicht ein bisschen was Neues entdecken oder zumindest schon mal wissen, was ihr nicht spielen wollt. An euch da draußen natürlich auch. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass dieses Format jetzt 2 Monate nicht am Start war, aber jetzt wird es wieder regulär weitergehen. Das hatte komplexe Gründe, aber auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, denn jetzt folgt auch schon weiteres gutes Programm hier im Live-Programm. Und zwar spielen wir heute Cyberpunk Bingo Battle. Nils wird casten, Eddie wird casten und ich spiele, glaube ich, gegen Lukas. Ist das Steffen wird auch, glaube ich, casten. Steffen wird auch casten, ja. Und Steffen wird euch jetzt auch empfangen. Von daher viel Spaß mit dem Guten. Wir sehen uns hier in 10 Minuten, 15 Minuten auch alle gesammelt wieder. Und danke, Chen. Du danke bist euch. Bestimmt im Forum so wie immer anzutreffen, ja, oder an sonstigen Stellen, wo ihr euch mit der guten schon ständig hoffentlich austauscht. Ja, einen wunderschönen Abend euch und bis zum nächsten Mal hier bei der Early Access Tops und Flops Show.